Ja, guten Abend. Wie schön, Sie alle hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Und auch alle, die uns heute auf YouTube im Stream zuschauen. Ich kann mich erinnern, die letzte Veranstaltung, die ich hier moderieren durfte in der Kantine, habe ich auch gerade mit Herrn Lederer überlegt, das war quasi schwerste Pandemiezeit. Da war noch gar kein Publikum anwesend. Insofern stimmt mich jetzt Ihr Anblick heute doch durchaus froh und ein wenig hoffnungsvoll. Mein Name ist Anna Klöpper. Ich bin die Co-Leiterin der Berlin-Lokalredaktion der TAZ. Ich moderiere heute Abend gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, guten Abend, ich bin Susanne Messmer und im Berlin-Teil der TAZ zuständig für Kultur, Kulturpolitik und sogenannte Alltagsgeschichten. So ein bisschen, ja, für alles, Mädchen für alles. Für das Nette. Genau. Ja, willkommen zum ersten von insgesamt 4 Taz-Talks zur Berlin-Wahl 2021. In knapp 3 Wochen sind es jetzt noch, ist ja großer Superwahltag in Berlin, 26. September. Sie werden da ja einen ganzen Haufen Papier in der Wahlkabine haben, Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Bezirksverordnetenversammlung und dann auch noch der Volksentscheid. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wo Sie Ja oder Nein sagen können zur Vergesellschaftung von Wohnraum, beziehungsweise zur Enteignung von großen Wohnungsfirmen hier in Berlin. Und wir haben in den kommenden 2 Wochen sind es die 4 Spitzenkandidatinnen der ja, umfragenstärksten, der größten Parteien hier in Berlin zu Gast in der Kantine, also die SPD, Grüne, CDU, heute Auftakt mit dem Spitzenkandidaten der Linkspartei, den wir haben Sie nicht vergessen, gleich noch vorstellen werden, natürlich gebührend. Und wir wollen den Spitzenkandidatinnen auf den Zahn fühlen, was wollen sie im Wahlkampf und natürlich auch dann darüber hinaus, wie positionieren sie sich bei den wichtigsten Themen, die diese Stadt bewegen, was können die WählerInnen von Ihnen erwarten, wenn Sie an einer nächsten Regierung beteiligt sein sollten? Ja, und Susanne, vielleicht magst du unseren Gast heute einfach kurz vorstellen. Ja, gern. Danke, dass Sie kommen konnten. Herr Lederer, 1974 geboren, in Frankfurt/Oder aufgewachsen, kurz vor der Wende nach Berlin gekommen, kurz nach der Wende Abitur gemacht. Ich nehme mal an, Sie haben dann in Berlin relativ schnell gelernt, wie man sehr schnell Berlinert oder Berlinert man in Frankfurt/Oder auch? Schon, ne? Ja. Ja. Gleich im selben Jahr, als Sie Abitur gemacht haben, in die PDS eingetreten, später Jura studiert, promoviert und seit 2007 waren Sie dann Landesvorsitzender der Linken und seit 2016 stellvertretender Bürgermeister und Kultur- und Europasenator in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Noch ganz kurz zum Organisatorischen. Wir werden jetzt 1 Stunde Podiumsdiskussion in etwa haben und danach wollen wir Sie aber auch sehr gerne beteiligen mit Ihren Fragen, die Sie an Klaus Lederer, ich denke mal, mit Sicherheit haben werden. Auch für die Leute, die uns auf YouTube zuschauen, im Stream, wird es die Gelegenheit geben, sich zu beteiligen und Fragen zu stellen. Man hat mir gesagt, das geht ganz einfach. Das erklärt jetzt aber unsere Technikregie. Hoffe ich doch. Ja, da ist Sie sie. tut es. Sie tut es gerne. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Kolleginnen, liebe Anna, liebe Susanne. Hallo, Herr Lederer, auch von meiner Seite. Aber vor allen Dingen hallo an unser liebes Publikum hier in der Kantine, auf Facebook und auf YouTube. Ich bin Manuel Schubert. Ich werde in der nächsten Stunde alle Ihre Fragen und alle Ihre Gedanken und Kommentare, die Sie haben, die Sie mir auch schon teilweise per Mail geschickt haben, die Sie mir auch noch per Mail schicken können, und die Sie auf Facebook oder in den YouTube-Live-Chat schreiben, sammeln und bündeln und dann in ungefähr einer Stunde Herrn Lederer quasi oder beziehungsweise euch dreien quasi vortragen, damit auch die Gedanken der Menschen im Netz über diese Diskussion Gehör finden. Wie gesagt, es ist jetzt ein Livestream, dieser auf Facebook aktiv, auf YouTube aktiv.
Und wenn Sie das mit Facebook und YouTube nicht so mit Chats nicht so sind, eher noch der klassische Typ E-Mail sind, was total in Ordnung ist, schreiben Sie mir kurz und bündig an tatztalk@tatz.de, tatztalk@tatz.de. Wie gesagt, ich sammle das. Schreiben Sie mir. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Und habe ich noch was zu sagen? Nö. Liebe Anne, liebe Susanne, lieber Herr Lederer, eine schöne Diskussion. Dankeschön. Dann jetzt unser kleines Experiment. Zum Warmwerden würden wir gerne eine Handvoll Fragen stellen, die Sie bitte ganz, ganz kurz in Tweetlänge beantworten, so möglich. Der Punkt ist, Sie müssen sich entscheiden. Beides sagen gilt nicht. Und Sie dürfen auch eine Frage nicht beantworten, haben wir uns so überlegt. Frage 1: Bauen oder enteignen? Wir fangen mal einfach an. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Sowohl als auch, es hilft nichts. Na gut, die vier nächsten müssen Sie aber an den Kultursenator. Oper oder Club? Wir können das jetzt noch eine Weile so weitermachen. Duzen oder siezen? Also eher siezen, aber wenn man die Leute dann mag, dann habe ich auch kein Problem, wenn man alsbald zum Du übergeht. Auf den Wahlplakaten duzen Sie. Das ist ja sozusagen eine Ansprache in den, sage ich mal, globalen Raum hinein. Mit euch, ihr. Ich glaube, das geht klar. Ost- oder West-Berlin? Naja, Ost-Berlin jedenfalls länger. Okay, und letzte Frage: Parkplätze oder Parks? Parks. Das ging doch super. Ich habe mich gerade Dann, gefragt, wie viel kommt denn wohl noch? das war schon. Aber tatsächlich Parkplätze oder Parks, da würde ich sagen, haben wir dann vielleicht auch mal gleich die Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher zu werden. Klima und Verkehr sind ja Themen, die den Wahlkampf auch hier sehr bestimmen. Sie sagen, na, die Linke sagt, bis 2040 möchte man die klimaneutrale Stadt. Die Grünen wollen sie schon 2035. Es gibt auch eine Volksinitiative, eine Bürgerinitiative, die sogar schon 2030 so weit sein will. Sind die Linken da nicht ganz schön spät dran mit 2040? Also, wir können ja Bekenntnisse abgeben und beschließen und erklären, was wir wollen. Aber den Umbau dieser Stadt zu einer klimaneutralen Stadt ist ein Großprojekt, die ja in Berlin bekanntlich. Naja, lassen wir das. Und wenn man sich überlegt, das ist nicht nur die Frage des Verkehrs, des Umbaus des Verkehrs, der dann ergänzt werden muss durch ein entsprechendes Angebot im Umweltverbund, sondern auch die Dämmung von Gebäuden. Also der weitaus größte Teil der Klimaemissionen in unserer Stadt, der klimaschädlichen Emissionen in unserer Stadt, gehen nicht vom Verkehr aus, sondern tatsächlich von Gebäuden und Industrienutzung. Und diesen Transformationsprozess hinzubekommen, das wird ein Projekt, was die Stadt noch nicht gesehen hat. Und wir werden es im Übrigen auch nicht alleine schaffen. Also die Investitionen, die dafür notwendig sind, und das wird allen anderen Kommunen und Ländern genauso gehen, zu stemmen vor dem Hintergrund, wir erinnern uns, da gab es ja mal eine Schuldenbremse, das wird nicht ohne, wenn wir bis 2035 soweit sind, dann bin ich natürlich froh. Sie sagen ja auch, das ist ja tatsächlich auch so, der Gebäudesektor ist einfach ein ganz wesentlicher Teil. Sind Sie denn optimistisch? Nehmen wir mal an, Rot-Rot-Grün ist ja eine Option, wenn man sich die Umfragen anschaut. Sind Sie denn optimistisch mit einer SPD, wenn ich mir anschaue, wie sich die Spitzenkandidatin da positioniert, Franziska Giffey? Sind Sie denn optimistisch, da im Bereich Klimaschutz tatsächlich auch noch gemeinsam, voranzukommen? Naja, das ist der große Unsicherheitsfaktor, das muss man mal ganz klar sagen. Also es gibt die Möglichkeiten, mit einem progressiven Bündnis diese Stadt voranzubringen, dann wird das aber auch ein harter Kampf. Also die Bauordnung, die jetzt gerade von den Sozialdemokraten, also offenbar auf Weisung der Landesvorsitzenden vom Tisch genommen wurde, die beinhaltet ja ganz, ganz maßgebliche Maßnahmen, um im Gebäudesektor tatsächlich auch eine stärkere Berücksichtigung von Klimazielen zu implementieren. Da zeigt sich es ja schon, ne? Und das wird eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, die SPD da zum Jagen zu tragen. Ich sage es nur umgekehrt. Wir müssen ja immer in den Alternativen denken, die uns zur Verfügung stehen. Und was ist die Alternative? Das ist das, was Franziska Giffey offenbar ganz gern möchte oder noch lieber möchte. Das wäre dann ein Bündnis mit zwei Parteien, die finden, dass ja,
sich das mit dem Klima schon irgendwie regelt, im Zweifelsfall über den Markt oder ja, also es gibt ja so Menschen, die glauben, dass das sozusagen Selbstläufer sei und mit nachts im Kreml sitzen und viele Zettel wälzen bewältigbar wäre, dann wäre Stillstand. Wir haben 2011 bis 2016 hier in Berlin erlebt, wie man 5 Jahre lang einfach nur da sein kann, ohne real irgendwas in Richtung Politik zu machen. Und da muss man einfach sagen, die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Wir haben kein einziges Jahr mehr zu verlieren, wenn wir diese ehrgeizigen Ziele schaffen wollen. Und das aktuelle, noch von dieser Koalition verabschiedete Gesetz beinhaltet ja sehr klare sektorale Vorgaben, bis wann welche Emissionseinsparungsziele zu erreichen sind, etc. pp. Das Energiewendegesetz, was wir im Grunde noch jetzt im Parlament verabschiedet haben. Und diese ehrgeizigen Ziele setzen sich aber auch nicht einfach dadurch um, dass sie im Gesetz stehen. Sondern das muss dann untersetzt werden mit sehr, sehr vielen konkreten Maßnahmenmixen in den verschiedenen Bereichen. Und ich glaube schon, ja, also wenn die offenbar, bleibt ja da ein bisschen im Wagen, von Franziska Giffey favorisierte Vorstellung sich realisiert, dann glaube ich, haben wir ein Problem. Die Linke hat ja tatsächlich auch nur eine Machtoption zusammen mit der SPD. Das heißt, sie müssten sie dann ja zum Jagen tragen. Naja, ich sag's mal so, wir haben jetzt ja hier zu dritt in den vergangenen 4,5, 5 Jahren Verantwortung getragen und dabei tatsächlich auch eine ganze Menge vorangebracht. Und ich gehe schon davon aus, dass mit Blick auf die Klimafrage wir da nicht allein wären, sondern die Grünen und wir gemeinsam durchaus in der Lage wären, auch eine gewisse Kraft, einen gewissen Druck zu entfalten. Und man muss ja jetzt auch mal sagen, die SPD in Berlin besteht, anders als man im Augenblick den Eindruck hat, ja zum Glück auch nicht nur aus Franziska Giffey, sondern da gibt es ja auch Leute, die wissen, dass man manche Dinge nicht mehr einfach so laufen lassen kann. Auf die müssen wir dann auch setzen. In Ihrem Wahlprogramm sagen Sie, Sie wollen tatsächlich auch die Bürger und Bürgerinnen dazu animieren, klimapolitische Maßnahmen vor Ort lokal voranzubringen. Und der Klimabürgerinnenrat, ich glaube, den gibt es ja auch schon seit vergangenem Jahr und wollen da tatsächlich auch Partizipation stärken. Was schwebt Ihnen da genau vor? Was sind denn lokale klimapolitische Aktionen oder Projekte vor Ort, die diese Stadt vielleicht auch voranbringen? Naja, das ist ja zum Glück eine multizentrale Stadt mit sehr, sehr unterschiedlichen Kiezen und da sind die Herausforderungen auch sehr unterschiedlich. Also in Marzahn-Hellersdorf beispielsweise haben wir einen großen Parkplatzbestand. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass in der derzeitigen Situation die Anbindung an die Innenstadt mäßig ist. So. Perspektivisch wissen wir aber auch, angesichts von Starkregenereignissen und Hitzewellen, die uns jetzt in den vergangenen Jahren hier öfter heimgesucht haben, dass wir einerseits versuchen müssen, CO2-Emissionen runterzufahren, drastisch runterzufahren und auf der anderen Seite aber auch Anpassungsmaßnahmen vornehmen müssen gegen den Klimawandel. Das heißt also, wir müssen die Stadt entsiegeln, damit das Wasser irgendwo hinfließen kann. Wir müssen die Dächer begrünen. Wir müssen auch sowas wie Solidarität im Umgang mit Hitzeereignissen in der Gesellschaft organisieren. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Geschichten, wo man bürgerschaftliche Initiative zu braucht, was mit großer Sicherheit nicht funktioniert ist. Per Ordre de Mufti, also von oben herab zu verkünden, was die nächsten Ziele sind und dann zu versuchen, die Leute irgendwie dahin zu drücken. Natürlich wird es nicht ohne Regulierung gehen, aber wir müssen gleichzeitig vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit sowas wie Mobilitätsgarantien für jede und jeden mitdenken. Wir müssen es hinbekommen, beispielsweise die ganzen ja jetzt schon im Bereich im weitesten Sinne von Klimaschutz tätigen mit ins Boot zu holen. Ich bin morgen früh in der Kleingartenanlage Bornholm 2. Auch Kleingartenanlagen entwickeln sich mittlerweile regelrecht zu Klimaaktivisten-Ansammlungen, ja? Also weil einfach immer mehr Leute auch verstehen, dass da Herausforderungen existieren, die man nicht einfach nur, also wo man nicht erwarten kann, dass das andere für einen regeln. Die Einsparung von schädlichen Stoffen, von Plastikmüll und dergleichen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger selber zu Gestalterinnen und Gestaltern der Energiewende zu machen. Und ich glaube, dieses Potenzial braucht man ganz dringend. Parkplätze zu Parks quasi statt entsiegeln. Wo gibt es eigentlich einen Parkplatz, den Sie spontan entsiegeln würden? Fällt Ihnen einer ein? Also ich finde gerade in der doch ziemlich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestatteten Innenstadt ist es wahrscheinlich am schnellsten und am ehesten möglich, Straßenraum deutlich zu reduzieren,
mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger zu schaffen. Also in der Innenstadt gibt es eine Menge Parkplatzeinsparpotenzial, denke ich. Und dann ist eben die Frage, wie kriegt man andererseits sowas wie Carsharing-Angebote auch weg vom Rosinenpicken in der Innenstadt, auch ausgeweitet aus die Außenbezirke. Das kann man ja machen durch entsprechende Vorgaben. Wie kriegt man die Taxi-Innung mit ins Boot? Da müsste man mal so Leute wie die oder Unternehmen wie Uber stärker kontrollieren, als es derzeit passiert. Wie kriegt man Anschlüsse hin, Rufbusanschlüsse hin beispielsweise oder flexiblere Verkehrsmittel an den Endstationen oder an den Außenbereichen der Stadt? Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich behaupte aber, wenn wir einfach nur sagen, wir schränken die Möglichkeiten ein, sich mit dem Auto zu bewegen, ohne ersatzweise dafür dann die entsprechenden Mobilitätsangebote auszuweiten, dann werden wir eine Spaltung der Stadt erleben, die Widerstände gegen die Klimaresistenz erzeugt, gegen die wird man nur schwer ankommen. Weil natürlich die Stadt auch mehr ist als nur die City. Und das ist, finde ich, also es ist mein Eindruck, dass tatsächlich auch, wenn man über Verkehrswende spricht, hier in Berlin alles sich sehr auf die Innenstadt auch fokussiert. Und die Frage ist aber ja dann auch nach wie vor, Susanne, du wohnst ja auch am Stadtrand. Wie kommt man eigentlich nach 22 Uhr nach Hause mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man vielleicht das Auto tatsächlich stehen lassen will? Ja, das ist genau der Punkt. Und 2/3 der Berlinerinnen und Berliner wohnen eben nicht im Innenstadtring, innerhalb des Innenstadtrings. Und es ist nun schon auch so, dass man deutlich sagen muss, insbesondere in sozial benachteiligten Quartieren, in Gegenden mit geringem Einkommen, ist eigentlich die Herausforderung noch mal größer, weil die Ausweichmöglichkeiten, die Anpassungsmöglichkeiten nicht existieren. Aber Marzahn-Hellersdorf beispielsweise ist ja so ein Bezirk, in dem es einerseits extrem viel Grün gibt, wir andererseits gerade nachverdichten, also neuen Wohnraum schaffen. Da muss dann natürlich auch darüber nachgedacht werden, wie kriegen wir das öffentliche Nahverkehrssystem an dieser Stelle stärker und schneller ausgerollt. Und da stellt sich für mich dann tatsächlich die Frage, was sind die Verkehrsmittel, die man planungsmäßig und baumäßig am schnellsten erweitern kann? Das sind elektromobile Busse und das sind Straßenbahnen. Und das ist dann in der Tat neben den Taktverdichtungen, der Modernisierung der Netze im U-Bahn-Bereich, im S-Bahn-Bereich, auch im Regio-Bereich die sicherlich naheliegendste Option. Und dann, glaube ich, ist sowas also wie ergänzende Mobilitätsangebote, kleinere Busse, die man holen kann, das wäre dann sozusagen das ergänzende Angebot dazu. Das auch flexibler ist, das nicht auf ganz feste Linien festgelegt ist und dergleichen mehr. Wir sind, glaube ich, noch viel zu sehr dabei, die einzelnen Verkehrsmittel und auch die einzelnen Verkehrssektoren zu sehr getrennt voneinander zu betrachten und nicht die Interdependenzen zwischen den jeweiligen Verkehrsmitteln in den Blick zu nehmen. Und man kann das relativ deutlich sehen. In Wien beispielsweise hat dieses Jahresticket, dieser Einheitspreis im Ticket nicht großartig zu veränderten Mobilitätsangeboten geführt. Real haben die eine stärkere Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs tatsächlich nur der Ausbau, die Taktverdichtung, die Modernisierung des also zum einen des Netzes und zum anderen des rollenden Materials geführt. Und ich glaube, wir müssen uns an sowas orientieren. Sie wollen ja gleichzeitig auch die Ticketpreise senken. Wie wollen Sie das finanzieren, den Ausbau tatsächlich auch Straßenbahnen und E-Busse, Taktverdichtung? Ich glaube, in Ihrem Wahlprogramm steht auch, das Ziel ist, alle 400 oder maximal 400 Meter Weg auch in den Außenbezirken bis zu einem vernünftigen ÖPNV-Anschluss mit ordentlicher Taktung. Naja, ich sag's mal so, wir haben ja schon begonnen, in Größenordnung in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren. Der öffentliche Nahverkehr ist immer ein Zuschussgeschäft. Das ist komplett nicht anders denkbar. So. Und deswegen bleibt natürlich zum einen die Frage, wie kriegen wir mehr Menschen überhaupt dazu, sich für die öffentlichen Verkehrsmittel zu entscheiden, womit die Einnahmen nach oben gehen. Wie kriegen wir andererseits aber auch langfristig, über den Verkehrsvertrag haben wir das jetzt schon gemacht, Mittel dafür frei, auch gerade das investive Feld abzugrasen. Deswegen finde ich eben so eine Geschichten wie, wir bauen jetzt mal U-Bahnen, die sehr teuer sind und sehr lange brauchen, die also vor 2040 real gar nicht zur Verfügung stehen. Da wären wir wieder bei Frau Giffey. Da sind wir dann leider wieder bei einer völligen Phantomdebatte. Weil wenn ich 2040 Klimaneutralität haben will, dann reicht es nicht, wenn ich 2040 mit zusätzlichen Verkehrsträgern ans Netz gehe, sondern dann muss das eigentlich jetzt passieren, das muss jetzt geplant werden. Wir müssen 25, 26, 27 tatsächlich einen massiven Ausbau des Straßenbahnnetzes und des Busnetzes hinbekommen, auch einen Umbau des Straßensystems. Und wir haben natürlich eine Abgabe für Besucherinnen und Besucher der Stadt im Programm. Das wird das Problem allein aber nicht lösen. Und dann kommen wir wieder zurück an den Punkt,
Gibt es auf Bundesebene, weil in Berlin haben wir da sehr, sehr wenig Spielräume, tatsächlich eine beherzte Steuerpolitik? Gibt es die Abkehr von so einem Irrsinn wie der Schuldenbremse, weil diese Investitionen, die jetzt binnen kürzester Zeit in erheblichem Umfang aufgebracht werden müssen, die wird man nicht aus laufenden Einnahmen finanzieren können. Die Kosten, es nicht zu tun allerdings, werden das, was wir jetzt dann sparen, in Anführungsstrichen, um ein Vielfaches übersteigen. Insofern gilt an der Stelle eben auch wieder, der Staat ist keine schwäbische Hausfrau. Und man kann nicht sozusagen mit den kameralen Vorstellungen, ich darf nur das jeweils ausgeben, was ich einnehme, daran gehen, dann kommen wir hier keinen Schritt mehr weiter. Müsste eine linke Partei nicht eigentlich sagen, ÖPNV als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge muss kostenfrei sein? Das ist erstmal ein schöner Anspruch und den würde ich als Fernziel unbedingt im Auge behalten. Aber erstmal muss der Ausbau, die Ausweitung, die Verdichtung des Netzes bezahlt und finanziert werden. Und erstmal ist mir an der Qualität und am Ausbau des Netzes gelegen. Und wenn ich die Frage zu beantworten hätte, was fange ich zuerst an, dann sage ich, erstmal der Ausbau, erstmal die Taktverdichtung. Wir wollen aber in der Tat uns das Tarifsystem anschauen und stärker gucken, was sind die Bedürfnisse einzelner Teile unserer Stadtgesellschaft, Mobilitätsbedürfnisse und wie kann man auf diese Menschen zugeschnittene Mobilitätsangebote machen. Also es ist ein Unterschied beispielsweise, ob wie die Schülerinnen und Schüler jeden Tag zur Schule hin- und zurückfahren. Das haben wir jetzt auch kostenfrei gemacht. Ne? Also es hat ja auch eine soziale Komponente. Oder ob Menschen jeden Tag mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, also doch sehr, sehr große Mobilitätsnutzung haben oder ob Seniorinnen und Senioren vielleicht in Marzahn-Hellersdorf oder in Reinickendorf oder in Spandau vielleicht ein- oder zweimal im Monat zu einem Museumsbesuch oder zu irgendeinem Vorgang in die Stadt fahren wollen, für die dann das adäquate Einzelticket, das finanzierbare und gut bezahlbare Einzelticket viel ausschlaggebender ist als ein Mobilitätsangebot, als Flatrate oder als Monatskarte oder Jahresabo. Der Museumsbesuch, Sie sind ja auch Kultursenator. Susanne, wir machen einfach mal einen harten Themenwechsel. Ja. Was bedeutet die 2G-Regel, die der Senat am Dienstag verabschiedet hat und zunächst für die Clubs beschlossen hat, meine ich? Was bedeutet die jetzt für den Kulturbetrieb? Naja, was bedeutet die für den Kulturbetrieb? Die bedeutet jetzt erst einmal, dass in Clubs wieder getanzt werden kann, ohne Maske, mit einer begrenzten Personenzahl, je nachdem, ob Lüftung oder nicht. Das hatten wir ja vorhin schon im Vorgespräch. Man muss eben keinen Abstand mehr halten. Man kann die Maske ablegen. Man kann Party machen. Punkt. Das heißt das. Es ist aber, gebe ich zu, für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum wir nicht an dieser Stelle auch, wie bei allen anderen Angeboten, die 3G-Variante genommen haben und gesagt haben, auch 3G ist aber dann mit etwas verschärfteren Maßnahmen, mit Abstand, mit geringerer Kapazität und bei Clubs würde ich auch sagen, mit PCR-Tests möglich. Da gab es eine Kampfabstimmung im Senat, die habe ich mit 4-4 verloren, weil ich hatte ja den Änderungsantrag. Und Taz-Genossinnen und Taz-Genossen wissen ja wahrscheinlich, wie das mit Geschäftsordnungsgeschichten so ist. Da konnte ich mich nicht mit durchsetzen. Wir hätten 3G gewollt. Ich hätte 3G und 2G alternativ gewollt. Mhm. Ich würde immer sagen, man muss den Einrichtungen, man muss den Clubs, man muss den Opern, den Theatern, auch den Museen die Gelegenheit geben, Entscheidungen zu treffen, die sie für sich selbst am besten realisieren und umsetzen können. Und ich finde, ja, es ist schon klar, dass wer sich nicht impft, ein höheres, ne, also gegebenenfalls auch mit höheren Einschränkungen leben muss. Ich würde aber nicht so weit gehen, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon quasi sozusagen die indirekte Impfpflicht dadurch einführen, dass ich alles nur noch an 2G kopple, sondern tatsächlich, aber das ist auch eine Forderung, die bisher eher ungehört verhallt ist, noch mal viel stärker in die Bereiche gehen, wo wir wissen, dass die Impfquote derzeit unterdurchschnittlich ist und noch mal viel stärker angebotsorientiert werben, dass Menschen sich impfen lassen etc. pp. Wenn wir bei der derzeitigen Impfquote und Geschwindigkeit bleiben, wird nämlich im Herbst oder im Winter das auch relativ schnell wieder vorbei sein mit dem Spaß. Das scheint mir relativ eindeutig zu sein. Was wollen Sie mit denen machen, die jetzt draußen bleiben wollen? Treibt das nicht den Keil eher noch tiefer? Die Frage verstehe ich gerade nicht. Was machen Sie mit denen, die sich nicht impfen lassen können und die draußen bleiben müssen? Nein, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde eine Teilung in dem Sinne, dass ich sage, 2G ist jetzt der Maßstab. Ich glaube im Übrigen, die öffentliche Hand darf das auch gar nicht so einfach. Also wir können uns als öffentliche Verwaltung beispielsweise nicht einfach hinstellen und sagen, ja, wenn du nicht geimpft bist, kannst du nicht mehr ins Bürgeramt gehen. Wo kämen wir denn dahin? Deswegen sage ich ja, es wäre aus meiner Sicht die sinnvollste Variante, zweigleisig zu fahren und zu sagen,
Privaten kann ich das nicht vorschreiben. Einer Gastronomin, einem Hotelier, einer Clubinhaberin kann ich nicht vorschreiben, dass sie alle reinlassen muss. Die können für sich im Rahmen des Hausrechts sagen, in diese Hütte kommt man nur mit Impfung oder genesen. So. Mhm. Eine Ausnahme ist vielleicht an dem Punkt noch zu machen, wo Menschen tatsächlich sich aufgrund von Vordisposition nicht impfen lassen dürfen. Ne, da gibt es aber dann auch Möglichkeiten, Testing etc. pp. Aber ich würde immer sagen, wir stellen ein bisschen die offene Wahl her. Und das bedeutet dann schon aber auch bei 3G, dass man vermutlich im Club jedenfalls dann nicht einfach mit voller Kapazität fahren kann. Ne? Mhm. Also wir bewegen uns automatisch in eine, wenn man so will, Zweiklassengesellschaft oder alternativen Konstellation rein, die 2G mehr ermöglicht als 3G, weil bei 3G immer noch die Situation da ist, dass Menschen sich auch von Geimpften anstecken können, die eben nicht geimpft sind und die demzufolge perspektivisch die nächsten Gäste auf den Intensivstationen wären. Und trotzdem bleibt es umgekehrt so, ich bin rechtlich gehindert, Privaten vorzuschreiben, dass sie alle reinlassen müssen, wenn sie mit 2G auch andere Dinge machen können. Und das ist dann umgekehrt aber auch wieder richtig, auch rechtlich nachvollziehbar, weil zumindest in Bezug auf diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer Impfen für sich ablehnen, sich aber impfen lassen könnten, ich kann nicht eine ganze Gesellschaft an denjenigen orientieren, die aus welchen Gründen auch immer für sich entscheiden, dass sie anders als andere Menschen mitgefährden wollen. Das ist nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern sie hat eine gesellschaftliche Tragweite. Mhm. Und sich selbst nicht zu impfen, heißt eben nicht nur, sich selbst zu gefährden, sondern heißt umgekehrt auch, andere Menschen zu gefährden und sei es mittelbar, weil wenn die Intensivstationen voll sind, Operationen verschoben werden müssen oder sonst was. Da kommen wir nicht ganz raus. Wie geht es den Berliner Kulturschaffenden nach anderthalb Jahren Pandemie? Naja, ich bin ja nicht der Sprecher oder der Repräsentant, sondern ich kann nur ein sehr gemischtes Bild vermitteln. Mhm. Zwischen großer Erleichterung, dass Dinge wieder möglich sind, auch großer Freude darüber, dass man endlich mal wieder vor Leuten spielen kann, auftreten kann, dass man in Galerien, Museen wieder gehen kann, dass Dinge wieder möglich sind, bleiben nach wie vor die Sorgen und Ängste, dass es noch sehr lange dauert, bis Menschen wieder unbefangen mit anderen zusammen in einem Saal sitzen. Bleiben die Ängste, was wird im Herbst, wenn dann doch nochmal bei nicht genügend hoher Impfquote wieder Sachen zurückgefahren werden müssen. Und dann, das muss ich auch ganz klar sagen, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich in einem festen Ensemble auf Dauer, meinetwegen in einem Orchester mit einer festen Stelle beschäftigt bin oder ob ich als Freiberuflerin oder als Solo-Selbstständiger sehen muss, wie ich um die nächste Ecke komme. Auch da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Also den einen fehlt vielleicht das Kunstmachen und das Publikum, die Sorge, nach dem Ganzen nicht mehr so leistungsfähig zu sein als Künstlerin oder Künstler, wie sie sich selber wünschen. Die anderen packt die nackte Angst vor Altersarmut und vor dem Abrutschen ins Nichts. Das sind nochmal unterschiedliche Dimensionen. Insofern, ich kriege da sehr, sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Mhm. Aber so eine richtige Entspannung, in dem Sinne, dass man sagen, oh, es ist endlich vorbei. Also es ist, glaube ich, dieses Gefühl hat vielleicht der eine oder die andere jetzt im Sommer mal so ein bisschen, aber so weit sind wir noch nicht. Was hat denn mehr geholfen? Ihre Soforthilfe auf Landesebene oder die Gelder des Bundes, die jetzt so fließen? Also ich würde mal sagen, die Solo-Selbstständigen, also diejenigen, die in prekären Bedingungen arbeiten, die sind vom Bund ziemlich hängen gelassen worden. Wir haben sehr versucht, Druck zu machen. Da wurde dann im Grunde die Öffnung von Hartz IV für diejenigen vollzogen. Das ist ziemlich erbärmlich, muss ich echt sagen. Wir haben Druck auf allen Ebenen gemacht. Wir haben in Berlin ja in der ersten Situation auch sehr spontan Mittel rausgereicht, auch für den Lebensunterhalt. Da würde ich mal sagen, man muss die Menschen einfach mal fragen, was ihnen in der konkreten Situation seelisch und persönlich mehr geholfen hat. Was die übrigen Hilfen angeht, glaube ich, dass wenn wir uns allein auf die Bundeshilfen verlassen hätten, hier schon insbesondere in der freien Kulturszene die Hälfte weggebrochen wäre. Mhm. Da kann man ziemlich sicher sein. Die wären einfach weg. Weil nicht nur, dass es ewig gedauert hat, bis klar war, zu welchen Konditionen, hat es dann auch noch ewig gedauert, bis die Sachen bearbeitet, hat es noch ewig gedauert, bis die Sachen ausgezahlt worden sind. Da waren wir hier in der Tat mit den Soforthilfen 4, mit den Stipendienprogrammen, mit den auch fortlaufenden und umgeswitchten, auf Pandemiebedingungen angepassten Förderschienen, die wir haben, nicht nur wesentlich schneller, sondern in der Tat am Ende auch sehr viel wirksamer.
Aber können Sie das noch im Herbst durchhalten, wenn es jetzt wirklich nochmal hart auf hart kommt? Weil tatsächlich, also die Landeskassen sind jetzt ja endlich und beziehungsweise wurden ja ganz schön geschröpft jetzt auch durch die anderthalb Jahre Pandemie. Da ist doch nicht mehr viel drin. Also ich formuliere es mal so. Der Kulturetat könnte doppelt so groß sein. Ich würde das Geld nicht verschwenden. Oder ich könnte es auch anders formulieren. Er ist in Berlin zwar sehr ordentlich im Vergleich zu anderen Ländern und Kommunen, er ist aber doch ein eher kleiner Anteil. Und wenn ich mal überlege, was wir hier aufgewandt haben in den vergangenen anderthalb Jahren an Summen, das ist zwar ein dreistelliger Millionenbetrag, aber ein sehr niedriger. Es wäre kein Problem, das alles auch nochmal 6 oder 9 oder 12 Monate weiterzumachen. Das könnte man machen. Das ist also auch aus, das muss im Notfall auch über Kredite bezahlt werden. Aber wenn wir die Pandemie wirklich mal überwunden haben, dann ist dieser Reichtum, dieser Schatz eben noch da. Was wollen wir denn, wenn wir das alles wegbrechen lassen? Also ich finde, erstens, wir können das stemmen und zweitens, wir müssen das stemmen. Also diese Stadt hat eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit dazu. Das ist aber meine Haltung. Es passt aber schon auch, wie soll ich sagen, also es ist ja auch Teil des Images der Stadt und der Attraktivität. Also wenn das wegbricht, was hat dann Berlin noch? Also naja, es gibt schon noch das eine oder andere, ja. Das will ich jetzt mal gar nicht sagen, aber auch wenn ich das, natürlich muss ich als Politiker auch mit Imagefragen kommen, wenn ich beim Finanzsenator um Geld werbe, aber nein, es wäre auch einfach ein verdammtes Trauerspiel. Also was würde uns hier verloren gehen, auch den Berlinerinnen und Berlinern? Und wir leben ja in der besten Stadt der Welt aus Gründen. Sie haben ja tatsächlich auch, sagen wir mal, für einen Senator erstaunlich viel Lob bekommen, auch aus der freien Szene. Das ist ja, Ihre Amtskolleginnen sind ja da teilweise oft schon froh, wenn nicht viel Kritik bekommt. Schmerzt es Sie eigentlich oder würde es Sie sehr schmerzen, wenn für Sie jetzt nach der Wahl Schluss wäre als Senator? Denn tatsächlich ist es ja nicht so selbstverständlich, wenn man sich die Umfrageergebnisse auch anschaut, dass die Linke nochmal an der nächsten Koalition beteiligt sein wird. Also die Frage stellen Sie mir mal dann, wenn wir darüber Klarheit haben. Ich kämpfe jetzt gerne darum, dass ich weitermachen kann und muss auch sagen, erfahre auch eine Menge Unterstützung und Solidarität. Und über das Fell des Bären reden wir dann, wenn er erlegt ist oder tot oder was auch immer. Das machen wir dann sowieso nochmal. Es ist nicht ganz ohne Kritik trotzdem gewesen. Ich würde ganz gerne zum Beispiel mal über die alte Münze mit Ihnen reden. Das war ja ein großes partizipatorisches Projekt, wo Sie auch viel versprochen haben und viel ermöglicht haben und den Leuten vor Ort, die dort bereits Zwischennutzen, viel Mitspracherecht eingeräumt haben. Aber dann wurde doch sehr gemurrt jetzt in letzter Zeit über zu wenig Transparenz beispielsweise. Also wir haben nichts versprochen, was wir nicht auch gehalten haben. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn eine städtische Immobilie mit zweistelligen Millionenbeträgen saniert wird, dann wird es eine gewisse Zeit geben, in der muss man sich über das verständigen, was danach mit diesem Haus passieren soll. Und dann kommt ein Zeitpunkt, an dem ist nichts mehr mit Partizipation. Weil wenn man über einen Zeitraum von Planung und Bau Partizipation macht, dann bedeutet das, dass der Bau in keiner Zeit fertig wird und nicht mal ansatzweise im Kostenrahmen bleibt. Es ist die Frage, ob er sowieso jetzt schon im Kostenrahmen bleibt, weil bei Baukostensteigerung, Steigerungsindizes von 8% ist jedes verlorene Jahr eine fette Summe obendrauf. Aber es war von Anfang an klar, wir werden eine Art, wenn man so will, Raumtalente entwickeln, die dann bestimmte Nutzungen nahelegen. Räume müssen ja bestimmte Anforderungen erfüllen, um für bestimmte Zwecke genutzt zu werden. Das ist in einem großen Verfahren passiert. Dieses Verfahren war dann beendet. Und die Beendigung des Verfahrens war übrigens auch vor Corona. Und da haben wir uns dann verständigt, jetzt ist dieser Prozessteil hier beendet, jetzt muss in den Planungsprozess gegangen werden, dann wird in den Bauprozess gegangen und da kann man dann auch nicht mehr diskutieren. Was will man denn dann diskutieren? Wir machen dann die Klinke doch dahin oder wir bauen jetzt hier doch nochmal. Also man kann nicht permanent umplanen in einem solchen Prozess, sondern dann läuft das Ganze eben. Und insofern war ich dann auch ein bisschen überrascht, weil ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt noch der Partizipationsanspruch? Also worüber wollen wir denn jetzt noch reden? Ne? Also weil wenn man an einem Punkt ist, dass man sagt, wir haben jetzt im Grunde auf dem Areal Klarheit darüber, was soll in welchem Baubereich perspektivisch sein, dann ist der nächste Schritt, dass sich Planerinnen und Planer daran setzen, dass Aufträge ausgeschrieben werden, dass Baufirmen beauftragt werden, dass Denkmalschutz, also alles, was da sozusagen die Gewerke am Start sind, da ist dann kein Raum mehr für Partizipation.
Insofern war ich eher überrascht. Ich merke aber auch, natürlich ist es so, der Ursprung, ein Teil der Koalition der Freien Szene hat sowieso gesagt, wir wollen, dass ihr das Ding saniert und uns danach in Erbpacht übergebt und wir damit dann machen können, was wir wollen. Wo ich sage, da habe ich von Anfang an ein Problem mit, das funktioniert so nicht. Wenn man ein Bauprojekt in einem nicht unerheblichen Umfang gestaltet von dieser Größe, dann kann man es danach nicht einfach aus der Hand geben und sagen, jetzt sozusagen macht damit, was ihr wollt, wir haben da, tragen da keine Verantwortung mehr für. Mal abgesehen davon, dass man sich dann auch gleich am Anfang für ein anderes Verfahren hätte entscheiden müssen, nämlich ein Konzeptverfahren, aber dann hätte man auch gesagt, dann müssen die Akteurinnen und Akteure auch sehen, wo das Geld herkommt, um dann dort eine tragfähige, dauerhafte Nutzung zu etablieren. Das ist, also ich weiß, dass du mitunter mit Partizipationsansprüchen, die natürlich immer nach oben hin offen sind, über Kreuz liegst, weil die Latte so hoch hängt, dass du eigentlich immer nur durchrennen und drunter durchrennen kannst. Trotzdem nehme ich natürlich zur Kenntnis, dass wir mit den Ressourcen, die bei uns in der Kulturverwaltung existieren, nicht in der Lage sind, selbst unseren eigenen Partizipationsansprüchen in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Also was Fördersystematiken angeht, was Förderstrukturen angeht, etc. pp. Ich würde da gerne viel mehr mit Akteurinnen und Akteuren machen. Das kostet allerdings auch Personalressourcen, das kostet auch Geld. Und da sage ich, bei allem, was wir in den vergangenen 4,5 Jahren geschafft haben, da hätte ich dann gerne tatsächlich auch noch ein bisschen mehr. Das ist so. Also ich, insofern, da nehme ich die Kritik mit. Da nehme ich, naja, bloß jetzt wird es in den nächsten 4 Jahren, 5 Jahren nicht mehr so weitergehen mit den Einnahmesteigerungen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Ne? Wir haben jetzt einen Doppelhaushalt beschlossen, da geht es noch mal ganz kleines bisschen nach oben. Schon für 24 und 25 fehlen Milliarden. Ja, wo ich jetzt auch sage, das muss man im Herbst nochmal diskutieren, da wird man nochmal in die Kreditaufnahme gehen müssen, einfach um sich die Spielräume zu verschaffen, dann auch für einen längeren Zeitraum, ohne wieder mit der Herrschaft der pauschalen Minderausgabe konfrontiert zu sein, wo die Kultur immer am meisten verliert, dass man quasi auch in den kommenden Jahren mit dieser Entwicklung zumindest geradeaus fortfahren kann, wenn schon nicht mit exorbitanten Steigerungen, aber ja, wir bleiben, was unsere Möglichkeiten in der Kulturverwaltung angeht, unter unseren eigenen Partizipationsansprüchen zurück. Das ist so. Völlig unabhängig von der Frage, ob man alle Erwartungen aus der freien Szene wirklich auch immer so erfüllen kann, ob die überhaupt erfüllbar sind. Eigentlich würde ich auch noch gerne über Arbeitsräume mit Ihnen reden, aber vielleicht können wir einfach überleiten über Arbeitsräume und die Verdrängung der Künstler aus der Stadt. Aber da das so ein weites Feld ist, können wir das auch öffnen und über Wohnen reden. Das ist ja sehr artverwandt in Berlin. Wir müssen ganz dringend gleich noch zum Wohnthema kommen, als zweitem großen Thema, was, glaube ich, den Wahlkampf hier auch dominiert, neben Klima und Verkehr. Ich würde aber doch noch einmal ganz gerne noch mal ganz kurz zurück zu dieser 3G- und 2G-Frage. Ich frage mich immer, lohnt sich denn eigentlich für die Clubs und für die Konzertbetreiber, lohnt sich 2G denn überhaupt? Oder sagen die, dann machen wir eigentlich, also mit 2G können wir eigentlich gar nicht wirtschaftlich wieder aufmachen? Also ich glaube das nicht, weil ich schon auch die Wahrnehmung habe, also wir haben ja ein Modellprojekt gehabt, wo wir gemeinsam mit der Charité, mit ThinkHealth und der Clubkommission mal ein Tanzwochenende veranstaltet haben zu Zeiten, wo alle uns einen Vogel gezeigt hatten. Aber wir haben mit PCR vorher getestet, wir haben auch ein bisschen einen Überblick darüber, wie viele Menschen waren geimpft. Da mussten sich ja alle PCR testen lassen, auch die Geimpften. Wie viele Menschen sind geimpft? Das war ein extrem hoher Prozentsatz. Und insofern glaube ich tatsächlich, 2G lohnt sich, im Zweifelsfall vielleicht sogar mehr als 3G, wenn ich mit Kapazitätsbeschränkungen und hantieren muss. Und wenn dann auch die Testkosten dazukommen, also wenn Geimpfte und Genesene mit ihrem digitalen Code kommen, ja Gott, rein da in die Bude und macht Party. Also ich kann das, wir sind ja noch am Anfang der ganzen Sache. Ich vermag es natürlich derzeit nur aus meiner eigenen Einschätzung her, ansatzweise, aber in 4 Wochen wissen wir es wahrscheinlich sehr viel genauer, weil dann werden die ersten Clubs sagen können, wie läuft es so, kommen die Leute, gibt es wirklich auch unter den nach wie vor existierenden Pandemiebedingungen die Bereitschaft zu dieser Art Unbeschwertheit, wie wir sie aus dem Clubleben kennen? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Also 2G ist quasi jetzt der Freibrief, auch wieder größere Konzerte oder Clubs, Club-Erlebnisse stattfinden zu lassen. Die Leute müssen es aber natürlich dann auch wollen und mitmachen. Die Impfquote muss steigen. Dann kann eigentlich wieder Party. Naja, wer geimpft ist, kann rein. Punkt. Und wer nicht geimpft ist, sollte sich schnell überlegen, ob es nur einen einzigen Grund gibt, nämlich in den Club zu kommen, warum man sich impfen lassen sollte. Es gibt, glaube ich, noch viele, viele andere. Werden Sie denn mal wieder tanzen gehen?
Mit Sicherheit, die Frage ist nur wann. Zumindest die nächsten 3,5 Wochen habe ich noch 2 tagesfüllende Tätigkeiten gleichzeitig. Da wird es mit dem Tanzen eher nichts. Kommen wir tatsächlich zum Wohnthema, was ja jetzt, denke ich, auch Ihre nächsten 2 Wochen noch sehr bestimmen wird. 3 Wochen sind es noch bis zur Wahl. Der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, Ihre Partei unterstützt das ganz klar und eindeutig. Die SPD positioniert sich ganz klar dagegen. Verstehen Sie die Position der Grünen? Nee, beziehungsweise doch. Also ich höre immer, das ist für uns Ultima Ratio. Der Mietenschutzschirm, den Frau Jarasch wenn ich vorher sozusagen alle sagen, ach komm, wir setzen uns nett an den Tisch und handeln das irgendwie im Schwesterlichen und Brüderlichen miteinander aus. Wo ich sage, das ist für mich anders. Ich sehe das wirklich nicht als Ultima Ratio, sondern ich glaube, generell gilt, dass der Mietenmarkt überhaupt nur funktionieren kann. Mit Blick auf bedarfsgerechtes Bauen, mit Blick auf adäquate Angebote, für die soziale Struktur in der Stadt, wenn er durch Regulierung, wenn er durch Rahmenbedingungen sehr, sehr stark eingehegt wird. Deswegen haben wir diesen Mietendeckel hier in Berlin gemacht. Nun, wir haben nicht die Gesetzgebungskompetenz. Wir haben jetzt eine Bundesratsinitiative gestartet, diese rot-rot-grüne Koalition. Ich hoffe bei Frau Giffey zum Beispiel, dass sie sich mal dazu positioniert, ob der eigentlich dann zurückgenommen wird oder ob die weiter verfolgt wird. Wir haben diverse Möglichkeiten jetzt auch über das Baulandaktivierungsgesetz, die wir hier in Berlin nutzen. Wir bauen auch, aber wir bauen eben oder wir wollen zumindest schaffen, dass die Hälfte der 200.000 Wohnungen, die im Stadtentwicklungsplan Wohnen geplant sind, von Akteurinnen und Akteuren gebaut wird, die die Gewähr bieten für eine sozial gebundene Vermietungspraxis, Genossenschaften, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften. Und wir haben ansonsten für den übrigen Bereich schon Möglichkeiten, bei Grundstücken auch Vorgaben zu machen über einen anteiligen sozial gebundenen Wohnraum. Und da sage ich mal, das muss so passieren. Und ansonsten glaube ich, dass ein börsennotiertes Unternehmen, was schon laut Aktiengesetz zunächst dem Unternehmenswohl und den Aktionären verpflichtet ist, einfach Grenzen hat, sich im zwanglosen Zwang des besseren Arguments auf eine soziale Vermietungspraxis einzulassen. Das würde nämlich bedeuten, dass es seine Kapitalgeber verschreckt, dass es sozusagen irgendwann vom Markt verdrängt werden würde. Die dürfen das nicht. Das ist sozusagen, liegt nicht in ihrer DNA, wenn man so will. Und deswegen glaube ich, dass die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen auch ein Instrument, neben wie gesagt vielen anderen Instrumenten ist, was uns helfen kann, hier diesen völlig außer Rand und Band geratenen Wohnungsmarkt wieder in den Griff zu bekommen. Und was die gewinnt, also es wird ja immer nur gesagt, was die Stadt angeblich alles riskiert und verliert, ist ja, die Stadt gewinnt enorm viel. Wir gewinnen Wohnraum. Wir gewinnen Wohnraum, den wir perspektivisch preisgebunden den Berlinerinnen und Berlinern zur Verfügung stellen. Die Berlinerinnen und Berliner verlieren die Angst davor, ihren Wohnraum nicht mehr bezahlen zu können oder ihren angestammten Kiez verlassen zu müssen. Und das alles bringt die Sicherheit, die die SPD auf ihren Wahlplakaten verspricht, viel mehr als eine Verdoppelung der Polizeikräfte in der Stadt. Aber Frau Giffey hat da ja bereits die rote Linie gezogen. Das heißt also mit ihr in einer, da wären wir wieder bei den Optionen, die Linke hätte für eine nächste Regierungskoalition. Mit ihr würden Sie das so nicht durchsetzen können. Ja, meine rote Linie ist eine andere. Meine rote Linie ist, dass ich von jede und jedem, die hier progressive Stadtpolitik mit uns machen wollen, verlange, dass sie die Ergebnisse von solchen Entscheiden, wie er am 26.09. ansteht, respektieren. Und wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. Wir wissen es ja noch gar nicht. Aber zu sagen, wir schicken euch jetzt mal zu den Wahlurnen und am Ende ist es möglicherweise erfolgreich, um danach zu sagen, ja, interessiert uns aber nicht, was ist denn das für ein Verständnis im Umgang mit der eigenen Stadtbevölkerung? Also da drehe ich den Spieß mal um und sage, die SPD muss sich entscheiden, ob sie in die Mehltau-Zeiten zurück oder mit den Grünen und uns in eine progressive Stadtveränderungspolitik weiter verfolgen will. Die Entscheidung liegt eher bei der SPD als bei uns. Wobei ich da sagen würde, nicht so ganz so steile These ist tatsächlich, dass ja Franziska Giffey da eher mit CDU und FDP beziehungsweise vielleicht mit CDU und Grünen koalieren möchte, aber nicht mit Ihnen. Also ich stecke in Franziska Giffeys Gehirn da nicht so drin, sie offenbar mehr. Also ich habe ja eher das Gefühl, dass die SPD insgesamt ein bisschen abgenervt ist von den Grünen und von uns. Setzen wir uns eigentlich gerade viel zu viel mit Franziska Giffey auseinander? In der Tat.
Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass auch der Wahlkampf sich sehr auf Sie konzentriert. Ist es vielleicht aber auch schlecht für Sie, weil Sie da, wie auch die Grünen, in einer Art Defensive sind? Naja, ich versuche schon nach vorne mit unseren Inhalten zu gehen und beispielsweise der Gewinn, den so eine Stadt von so einem Vergesellschaftungsvolksbegehren hätte, den Gewinn, den die Stadt davon hätte, wenn man tatsächlich ernsthaft daran geht, diesen Mietenmarkt zu regulieren, das sind eigentlich meine Themen. Finde trotz alledem umgekehrt, dass man natürlich auch von der politischen Konkurrenz erwarten kann, dass sie mal Stellung bezieht, wie sie sich das perspektivisch vorstellt. Weil das ist jetzt für eine absolute Mehrheit reicht, glaube ich, auch nicht. Wir können ja tatsächlich auch noch mal inhaltlich werden, weil wie beruhigen Sie denn zum Beispiel auch die Leute, die skeptisch sind, die eigentlich dem Enteignungsvolksbegehren durchaus aufgeschlossen, vielleicht politisch gegenüberstehen, aber dann den Taschenrechner rausholen und sehen, das sind ja doch deutlich, also große Entschädigungssummen, die da einfach im Raum stehen. Die amtliche Kostenschätzung des Senats, die jetzt auch in den Wahlbriefunterlagen in die Haushalte flattert, die spricht ja von 30 bis 40 Milliarden, das ist ungefähr der Umfang eines Haushalts. Wie beruhigen Sie die oder beziehungsweise wie erklären Sie denen, dass Enteignung von Wohnraum letztendlich dann aber doch der Stadtgesellschaft zugutekommt? Na, ich habe ja vorhin schon was gesagt, was die Stadt gewinnt. Mal abgesehen davon, dass der Gegenwert der entsprechenden Wohnung Das könnte sie unglaublich viel kosten. Naja, Moment. Also erstmal, wir bezahlen das nicht aus dem Landeshaushalt. Die Vonovia-Bestände, die die SPD gerade ankaufen will, die werden von den Wohnungsbaugesellschaften bezahlt und damit von den Mieterinnen und Mietern direkt über die Wohnungsbaugesellschaften. So haben wir es ja nicht vorzumachen. Das wird kreditfinanziert und dann über einen sehr langen Zeitraum abgestottert und zwar natürlich auch aus den Mieteinnahmen, aber über einen sehr langen Zeitraum. Wir sparen uns dann aber die Abführung an die Finanzmärkte und das ist mit Sicherheit nochmal deutlich mehr, weil wir ja nicht gezwungen sind, mit solchen Wohnungen Gewinne zu erwirtschaften, sondern wir wollen sie einer sozialen Vermietungspraxis unterwerfen. Und nochmal, wir sparen die Transferleistungskosten, die derzeit durch permanent überhöhte Mieten fällig werden, damit die Leute nicht ihre Wohnungen verlieren. Wir sparen die Wohngeldzuschüsse in erheblichen Höhen, wenn wir eine sozialere Vermietungspraxis hinbekommen. Also es entlastet an anderen Stellen den Landeshaushalt. Und wir sparen einen Haufen Kosten, einen Haufen soziale, auch psychologische und sonstige Kosten. Wissen Sie, was Wohnungslosigkeit in der Stadt jährlich uns alle an Ressourcen kostet? Also ich finde, wir gewinnen viel mehr, als wir derzeit aufwenden, wenn das erfolgreich ist, zumal das unter Verkehrswert geht. Das war ja auch ein bisschen geht der Streit. Das, ja? Das geht unter Verkehrswert, weil eine Sozialisierung, ich spreche auch nicht so gerne von Enteignung, Enteignung ist das, was mit Kirsch und Kubo in der Oranienstraße passiert ist. Das ist Enteignung. Und Enteignung ist das, was in der Bundesrepublik, ohne dass Franziska Giffey damit ein Problem hat, permanent passiert, wenn Braunkohletagebaue erschlossen werden, wenn Autobahnen gebaut werden, wenn Flughäfen gebaut werden, auch Bahnlinien, all das findet mit Enteignung statt. Da war die Aufregung bisher relativ gering. Wir sozialisieren hier Bestände und führen sie einer sozialen Mietenpolitik zu. Und das ist eine Geschichte, die sich volkswirtschaftlich über den Zeitraum, über den man einen solchen Zyklus auch betrachtet, deutlich mehr rechnet, als mit öffentlichen Mitteln die Probleme gerade zu räumen, die durch eine immer größere Verdrängung, eine immer größere soziale Notlage der Stadtbevölkerung entsteht. Was ich nicht so ganz verstehe, wenn man sagt, man refinanziert das aus den Mieteinnahmen, gleichzeitig sagt die Initiative ja auch ganz klar in ihrer Argumentation, man kann trotzdem die Mieteinnahmen noch senken. Es wird auch so sein, dass man noch genug übrig hat für Modernisierung und so weiter. Es geht ja auch, hatten wir auch am Anfang drüber gesprochen, auch um energetische Sanierung, wenn man sich die Klimaziele anguckt. Wie funktioniert das tatsächlich? Na, jetzt wird es ja kleinteilig. Wir können mal sagen, dass wir die energetische Sanierung ohnehin machen müssen, egal wo die Häuser stehen, egal wem sie gehören. Das sage ich mal. Also diese Investitionen sozusagen rechnen wir bitte erstmal ganz raus. Ne? Weil die wären sowieso fällig. Egal wem die Häuser gehören und irgendjemand muss sie am Ende bezahlen, die rechnen wir jetzt mal raus. So, was klar ist, ist, wir müssen, wenn wir mal sagen, es geht einfach darum, wir kaufen die Wohnung, die Wohnungen werden unter Verkehrswert kreditfinanziert. Sie sind aber im Bestand da. Die Mieterinnen und Mieter zahlen weiter ihre Miete. Die Gebäude werden ordentlich bewirtschaftet. Die Gebäude werden ordentlich instand gehalten. Was wegfällt, sind die Abführungen für die Rendite.
Und diese Mittel, die da existieren, die sind nicht unerheblich. Die kann man zum einen nutzen, um diese Kredite Stück für Stück über einen sehr, sehr langen Zeitraum abzustottern. Und die kann man zum Zweiten natürlich auch nutzen, um Sanierungsmaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Ob wir damit alle Probleme des Klimawandels auch gleich noch mitfinanziert bekommen, da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, die Probleme haben wir, egal ob die Wohnungen von denen oder von denen oder von denen bewirtschaftet werden. Und wie bezahlen denn große Konzerne eigentlich die Instandhaltung und Sanierung ihrer Gebäude? Kreditfinanziert. Haben Sie eigentlich das Gefühl, als Linkspartei, Sie stellen jetzt ja auch schon einige Jahre die Stadtentwicklungssenatorin beziehungsweise jetzt den Stadtentwicklungssenator, haben Sie eigentlich das Gefühl, so alle, sage ich mal, Instrumente, die Sie im Besteckkasten haben, rausgeholt zu haben für Mieter, Mieterinnen hier in der Stadt, Zweckentfremdungsverbotsgesetz, die Umwandlungserschwerung in den Milieuschutzgebieten etc. pp. Oder fällt Ihnen, Sie sind ja auch Kreativsenator, fällt Ihnen da noch was Neues ein? Außer die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zu unterstützen und natürlich auch, was Sie ja auch sagen, Mietendeckel auf Bundesebene nochmal voranzutreiben. Also Milieuschutz, Umwandlungsverbot, Zweckentfremdungsverbot, Ausübung von Vorkaufsrechten und Abwendungsvereinbarungen, das sind ja alles Instrumente, die sind noch nicht ausgeschöpft, weil es gibt immer wieder neue Fälle und neue Situationen, in denen die angewendet werden. So. Das Zweite ist, der Mieterbund fordert seit langem einen Wohnungs- und Mietenkataster, was genau einen Aufschluss darüber vermittelt, in welchen städtischen Gegenden Mieten welche Entwicklungen nehmen. Sowas ist aus meiner Sicht extrem sinnvoll, um auch rechtzeitig... Das Mietenkataster kommt ja. Ja, wissen wir noch nicht. Bisher noch nicht. Es ist hier noch nicht verabredet. Das soll kommen, aber wir wollen es, wir fordern es. Aber noch gibt es das nicht und noch ist es nicht verabredet. Und das wäre natürlich auch eine gute Gelegenheit, um rechtzeitig zu erkennen, welche Fehlentwicklungen oder positiven Entwicklungen es im Mietensektor gibt. Und das würde natürlich auch dabei helfen, bedarfsgerechte Angebote für die Perspektive zu machen, wenn man neu baut. Neubauen geht durchaus auch noch schneller, muss man auch klar sagen. Wenn dafür mehr Ressourcen bereitgestellt werden können, um diese Genehmigungs- und sonstigen Prozesse voranzubringen. Derzeit hapert es auch noch ein bisschen mit den verkehrlichen Erschließungsgeschichten. Das ist alles, läuft alles noch viel zu langsam und mit dem Mitdenken der soziokulturellen Infrastruktur. Wir haben in der Tat auch nach wie vor die Frage, ob auf Bundesebene das bleibt. Kann ja nicht sagen, nur weil wir das hier nicht machen dürfen, bleibt nicht der weitere Zwang irgendwie auf Bundesebene, da Veränderungen einwerben zu müssen oder für Veränderungen kämpfen zu müssen. Es bleiben die bundespolitischen Rahmenbedingungen. Und ansonsten muss man sich natürlich auch genau angucken, was geht im Rahmen europäischen Rechts noch in der Schärfung des Digital Service Acts, wenn es um die Frage geht von Ferienwohnungsvermietung etc. pp. Also es gibt schon im Kleinen noch durchaus eine ganze Menge Spielräume, die man auch zukünftig noch stärker nutzen kann und auch noch stärker nutzen müsste. Eine große neue Idee? Es bleibt am Ende ja relativ überschaubar. Man muss sich grundsätzlich entscheiden. Sagt man, der Markt regelt das oder sagt man, wir brauchen Regulierungsmöglichkeiten, um der Renditeerwirtschaftung im Mietensektor was entgegenzusetzen und damit diese Entwicklung anders steuern zu können. Viel mehr gibt es nicht. Und wir bauen. Und wir bauen nach Möglichkeit mit Akteurinnen und Akteure, die stärker dem Gemeinwohl verpflichtet sind, hier den Großteil der Wohnungen. Und wir kriegen über kooperative Baulandentwicklung und über die neuen sektoralen Bebauungspläne eine bestimmte feste Quote hin für Wohnraum, den sich die Berlinerinnen und Berliner auch leisten können. 57% aller Berliner Haushalte sind WBS-berechtigt, 85% aller Berliner Haushalte sind Mieterinnenhaushalte. Mit diesen Zahlen ist eigentlich alles klar. Aber da habe ich jetzt auch Ihren Stadtentwicklungssenator noch im Ohr, der am Donnerstag im Parlament sagte, ja, wir haben da noch einige Baugenehmigungen, ungefähr 60.000 Wohnungen, die in den nächsten Jahren kommen, wo es Genehmigungen gibt, die dann auch gebaut werden sollen. Aber die Dynamik der Baugenehmigungen nimmt auch ab. Wir haben einen riesengroßen Baugenehmigungsüberhang. Weil wenn ich ein Grundstück habe und ich hole mir eine Baugenehmigung für dieses Grundstück, steigt dieses Grundstück sofort im Wert. Ich muss sie aber auch nicht nutzen, ich kann die einfach liegen lassen, kann das Grundstück weiterverkaufen. Spekulation. Das nennt man Spekulation. So, insofern ist, wenn dieser spekulative Baugenehmigungsüberhang abgebaut wird, dann nähern sich irgendwann die Baugenehmigungszahlen dem, was tatsächlich realisiert wird. Damit
ist ganz automatisch so, dass die Zahl der Baugenehmigungen auch perspektivisch abnimmt. Wir sind aber derzeit immer noch lange nicht an dem Level erteilter Baugenehmigungen, wenn, wo auch tatsächlich gebaut wird. Es gibt ja auch den, gab ja auch mal irgendwann den nicht ganz dummen Vorschlag zu sagen, Baugenehmigungen werden mit zeitlicher Verfristung versehen oder es gibt sowas wie Baugebote, wenn über einen langen Zeitraum aus spekulativen Gründen leerstehende Grundstücke einfach immer nur Besitzerwechsel, 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 in der Regel mit einer erheblichen Erhöhung des Kaufpreises und damit wiederum umgekehrt einem entsprechenden Verwertungsdruck auf dem Grundstück. Wir erleben das ja. Also das Haus, wo Kisch und Co. drin war, ist vor 10 Jahren für 7 Millionen Euro von einem Unternehmer gekauft worden und ist dann vor wenigen Jahren vor 35 Millionen Euro weiterverkauft worden. Ja, wo soll denn das Geld herkommen? Das ist so ein rein spekulativer Kaufpreis. Und den wieder reinzuholen und zu realisieren, funktioniert natürlich nur mit Mondpreisen oder mit Luxusnutzung mit all den Konsequenzen. Ironie des Schicksals, so ein bisschen, dass die Deutsche Wohnen da ausgerechnet jetzt als der Samariter aufgetreten ist. Naja, ich sag's mal so. Im Fall Kisch und Co., weil sie haben also ja erstmal freut es mich natürlich, dass Kisch und Co. weiter existiert, wenn auch unter wesentlich schlechteren Bedingungen. Zum anderen weiß ich natürlich auch, auch die wissen natürlich Gelegenheiten zu nutzen in verschärften Auseinandersetzungen, wo man unter Druck steht und dergleichen. Das sind ja auch keine blöden Leute. Man sollte übrigens die Chefetagen von Kapitalverwertern nicht unterschätzen. Das sind ja nicht auch per se schlechte Menschen, die folgen nur einer anderen Logik. Und diese Logik ergibt sich aus ihrer Stellung als Kapitalgesellschaft. Ja, es geht nicht um die Frage einer persönlichen Auseinandersetzung hier, sondern es geht um unterschiedliche Funktionslogiken. Und ich als Linker sage eben, der Markt, der Wohnungsmarkt hat eine andere Struktur und hat andere Rahmenbedingungen als der Markt für Brötchen. Und deswegen kann ich ihn nicht behandeln wie den Markt für Brötchen. Können Sie nicht auch mal was für die Berliner Gewerbetreibenden machen und die Gewerbemieten? Haben Sie da nicht noch irgendein Rezept im Zylinder, was nur jenseits der Bundespolitik auf Landesebene passieren könnte? Na, was wir im Kulturbereich machen, ist, wir versuchen, Landesimmobilien an Land zu ziehen und für kulturelle Nutzungen zu ertüchtigen. Das sind ja zum Teil auch gewerbliche Nutzungen. Wir versuchen, langfristige Mietverträge mit Privaten, die es ja auch gibt, die gar nicht an maximaler Rendite interessiert sind, sondern die eher ein Interesse an der langfristigen Entwicklung ihres Areals haben, abzuschließen, um solche Räume zu nutzen. Ansonsten kann ich an dieser Stelle wieder nur sagen, Zivilrecht ist Bundesrecht. Wir haben um einen Gewerbemietendeckel 2-mal geworben im Bundesrat. Es ist nichts passiert. Das ist übrigens auch eine Bundesregierung, wo eine Spitzenkandidatin mit am Tisch saß, die darauf null reagiert hat. Da können wir an dieser Stelle nur zugucken. Das ist bedauerlich, ist es eigentlich sogar eine Katastrophe, wenn wir an die Räumung von beispielsweise auch Projekten denken, Kneipen denken, subkulturellen Orten denken. Da stehst du dann da, bist hilflos, bist wütend, aber wir haben hier nicht die Gesetzgebungskompetenz fürs Gewerbemietrecht. Und das Gewerbemietrecht ist derzeit ein Wildwest-Gewerbemietrecht. Jetzt waren wir ja doch schon wieder bei der anderen Spitzenkandidatin. Sie sind ja im Moment in den Umfragen mit der Linken viertstärkste Kraft, mehr oder weniger knapp, je nachdem, wo man hinguckt, hinter der CDU. Gleichzeitig sind Sie, wenn man sich jetzt nur die Spitzenkandidatinnen anguckt, die Umfragewerte einer, der die höchsten Zustimmungswerte hat. Greifen Sie nochmal an im Wahlkampf? Drehen Sie den nochmal für die Linke? Ich kämpfe für die Inhalte, für die meine Partei steht. Das mache ich jetzt schon seit 7 Wochen und werde es die nächsten 3 Wochen auch noch machen. Und am Ende gucken wir, wozu es geführt hat. Greifen Sie noch mal an. Wenn man für Inhalte wirbt, dann wirbt man für Inhalte. Manchmal ergibt sich im Medialen die Gelegenheit, damit wahrgenommen zu werden. Manchmal ist es schwieriger. Was ich nicht machen werde, ist meine grundsätzliche Überzeugung aufzugeben, dass schrillere Töne, lauteres Rumtrommeln oder sogar persönlicher Angriff keine Lösung irgendeines Problems sind. Ich versuche mit Inhalten zu punkten. Und Sie haben ja selber gesagt, es scheint ja da durchaus auch noch Spielräume zu geben mit ein paar positiven Resonanzen. Nutzen wir das doch einfach. Ist doch eine gute Gelegenheit jetzt noch die nächsten Wochen. Ja, und vielleicht wollen wir bei der Gelegenheit auch tatsächlich den Raum freigeben für Ihre Fragen, die Sie haben. Das heißt, wir werden jetzt zunächst die Zuschauer und Zuschauerinnen an die Reihe kommen lassen, die uns auf YouTube zusehen im Stream.
Das heißt, alle, die sich hier, die hier im Publikum sitzen, müssen sich noch ein paar Minuten gedulden. Wir machen quasi jetzt mal online first. Ja, genau. Das war quasi mein Stichwort. Vielen Dank euch. Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Den Menschen vor Ort in der Taxmedizin kann ich vor allen Dingen eins sagen, sie haben quasi nach dem Internet das letzte Wort. Also, und vor allen Dingen, sie können sich quasi merken, welche Fragen bisher ja nicht vorgekommen sind oder nicht so geklärt wurden, wie sie das gerne hätten. Fangen wir mal an. Es gab einiges. Also ich habe in guter alter Manier das Internet ausgedruckt. So, wo fangen wir an? Wir hatten ja gerade die soziokulturellen Räume und das mit den Gewerberäumen und beispielsweise auch mit in Kreuzberg gerade die geräumte alte Szene-Kneipe Meuterei, die ich vorher selber gerne gegangen bin, aber off-topic. Eine Frage erreicht uns von Angelika Liemann aus Neukölln. Sie fragt sehr allgemein, aber ich finde trotzdem geht klar hervor, was sie will. Lieber Herr Lederer, wie stehen Sie zur Räumung der Protze bzw. der Rieger Straße und wie können diese und andere Projekte vom Land Berlin oder von der Politik unterstützt werden? Das wäre die erste Frage. Ich habe noch viel mehr. Insofern. Also es gibt entweder die Möglichkeit, in bestehenden privaten oder öffentlichen Immobilien Alternativen anzubieten. Oder es besteht die Möglichkeit, und manchmal besteht die, aber dazu gehören immer zwei, solche Grundstücke gegebenenfalls auch anzukaufen. Wir haben ja jetzt auch den Bodenfonds begründet, um strategische Flächenankäufe vorzunehmen, etc. pp. Wenn es sich um Mietverträge zwischen privaten Parteien handelt, auf gewerbemietrechtlicher Basis oder auch auf meinetwegen wohnungsmietrechtlicher Basis und ein Gericht entscheidet, dass diese Verträge oder dass da gekündigt wurde, rechtmäßig gekündigt wurde erlässt ein Räumungsurteil, dann geht der Gerichtsvollzieher los und holt sich die Polizei zur Amtshilfe ran. Da bist du raus. Da kann Landespolitik nichts, aber auch gar nichts mehr tun. Und ich bin auch dafür, dass man das so ausspricht. Wer das ändern will, muss für ein anderes Gewerbemietrecht kämpfen. Für ein sozial gebundenes Gewerbemietrecht, für ein Gewerbemietrecht, was auch den Nutzerinnen und Nutzern der Gewerberäume andere Rückendeckung verschafft, als sozusagen nur Verschiebemasse von Immobilienentwicklern zu sein. Aber Tröstlicheres habe ich dazu nicht zu sagen. Wir haben es manchmal geschafft, wie beim Schokoladen, mit der Edith Marion Stiftung zum Beispiel und dem Grundstückstausch diesen Ort langfristig zu sichern. Wir haben es geschafft, das Radialsystem rechtzeitig vom Markt zu ziehen. Es gibt immer auch die Möglichkeit, so eine Dinge zum Positiven zu wenden, aber erstmal stehst du leider daneben, hilflos und auch relativ machtlos, wenn auf einer zivilrechtlichen Ebene, wo der Staat eigentlich nichts zu kamellen hat, außer dann, wenn der Gerichtsvollzieher tätig wird, solche Entscheidungen gefällt werden. Super, vielen Dank dafür. Petra Schmidt-Wieborg schreibt uns per Mail und fragt, an welchen Vorschlägen kann ich erkennen, dass Sie, Herr Lederer, respektive Sie als Die Linke, nachhaltige Verbesserungen für die Personalausstattung der Krankenhäuser in Berlin einleiten wird, wenn sie wieder eine Regierung wäre, Was könnte ein Indikator sein, an dem Petra Schmidt-Wieborg das merkt, dass sich linke Politik auch in der Krankenhausausstattung in Berlin, wenn man zwei landeseigene Krankenhausgesellschaften, bemerkbar macht? Wir unterstützen die Berliner Krankenhausbewegung so ziemlich von Anfang an und waren auch schon mit dabei, als hier in Berlin Tarifvertragsgeschichte geschrieben wurde, nämlich die Gewerkschaft es geschafft hat, einen Tarifvertrag über die Mindestbesetzung auf den Stationen herbeizuführen. So. Ansonsten sage ich mal, wir haben dadurch, dass wir erhebliche Investitionen in den Krankenhausbereich gelenkt haben, ein Stück weit den Missstand abgeholfen, der früher existierte, dass nämlich über die Einnahmen aus der Krankenversorgung auch Investitionen getätigt werden mussten und die standen dann eben nicht mehr zur Verfügung, um das Personal, um die Leute anständig zu bezahlen. Wir haben jetzt auch in den vergangenen Jahren einiges getan, noch nicht ausreichend, es muss noch mehr, aber um die Tochterunternehmen tariflich in keine schlechteren Situation zu belassen gegenüber den Stammbelegschaften. Es bleibt aber eine Grenze und das sage ich an dieser Stelle auch, wir sind europarechtlich gehindert, jetzt einfach nur Defizite permanent und dauerhaft auszugleichen und die Krankenhausfinanzierung erfolgt über das sogenannte DRG-System, das ist ein Fallpauschalensystem. Nachdem dann die Krankenkassen nach bestimmten Fällen den Krankenhäusern die entsprechenden Behandlungen abrechnen. Dieses DRG-System ist ein Problem.
Weil die laufende Krankenhausausstattung ist jetzt mehr als halbherzig gelungen, zumindest Teile der Pflege rauszunehmen aus dieser Fallpauschalenfinanzierung. Aber wenn natürlich diese Fallpauschalen der Maßstab für das sind, was in den Krankenhäusern an Geld zur Verfügung steht, um die Leute zu bezahlen, dann ist das immer auch der obere Deckel. Und das müssen wir knacken. Und dazu braucht es tatsächlich eine Veränderung der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene. Dafür setzen wir uns ein. Aber hier in Berlin können wir zumindest, indem wir unsere Investitionspflichten erfüllen, indem wir das Management anhalten, sich wirklich auch ernsthaft auseinanderzusetzen mit den gewerkschaftlichen Ansprüchen an Mindestausstattung etc. Unterstützen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, in den vergangenen Monaten gemacht und das werden wir auch weitermachen. Ich glaube, wir sind da tatsächlich auch im Senat die engsten Verbündeten der Beschäftigten in den Krankenhäusern gewesen. Wenn ich da vielleicht nochmal im Sinne der Fragestellerin ganz kurz nachhaken darf, tatsächlich, es sind ja landeseigene Gesellschaften. Die Krankenhäuser sind ja im Prinzip ihre Krankenhäuser. Warum, wenn Sie da ja auch wissen, jetzt mal abgesehen von europäischer oder Bundesebene, Sie haben da ja die Möglichkeiten, warum muss es überhaupt erst zum Streik kommen? Man hätte sich doch da wirklich schon deutlich früher drüber verständigen können. Naja, also es sind Tarifverhandlungen. Tarifverhandlungen zwischen der Belegschaft und dem Unternehmen. Auch wenn es kommunale Unternehmen sind, auch in kommunalen Unternehmen, auch in öffentlichen Unternehmen, werden die Konditionen ja tariflich ausgehandelt und nicht durch Anordnung und Dekretierung seitens des Senats. Also das ist das, also wir können schon anders mit diesen Unternehmen wirtschaften und wir entziehen ihnen vor allem kein Kapital. Das macht aus, dass sie kommunale Unternehmen sind. Sie müssen keine Gewinne erwirtschaften, die dann irgendwelchen Aktionären zufließen. Das Geld bleibt in den Unternehmen. Aber das bedeutet natürlich umgekehrt auch nicht, dass per Senatsentscheidungen die Unternehmen geführt werden, sondern es sind schon unternehmerische Entscheidungen der Betriebsleitung. Und ich kann mich als politisch Verantwortlicher auf die Seiten der Beschäftigten in so einer Tarifauseinandersetzung stellen. Aber ich kann nicht im Senat beschließen, wie der Tarifvertrag auszusehen hat. So funktioniert es nicht. Nirgendwo, in keinem öffentlichen Unternehmen. Vielen Dank. Wir gehen mal zum anderen heiß diskutierten Thema momentan, nämlich die Verbeamtung von Lehrern. Da haben wir zwei Fragen. Die eine Frage von Eckhard Lüth aus Steglitz. Lieber Herr Lederer, wie will Berlin vor dem Hintergrund der Diskussion um die Wiederverbeamtung von Lehrern mit den jetzt schon exorbitant starken Pensionsverpflichtungen der öffentlichen Hand umgehen? Auch und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Beamtinnen und Beamte in die Pension, in die Rente gehen werden. Und dazu nochmal die ganz pauschale Frage noch. Wie offen bist du, der User auf YouTube spricht sich mit dem Du an, wie offen bist du für eine Verbeamtung von Lehrkräften? Grüne und SPD sind dem ja nicht abgeneigt. Also ein großes Thema, zwei Aspekte. Ja, und der Letztere beschreibt schon das Problem. Kurzfristig sind Beamtinnen und Beamte günstiger, langfristig sind sie sehr viel teurer. Die Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten sind in der Finanzplanung natürlich eingepreist. So. Das heißt also, die kriegen natürlich ihre Gelder und die werden aus dem Landeshaushalt bezahlt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Was die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern angeht, ich bin dagegen. Und die Tatsache, dass Berlin das einzige Bundesland ist, was es noch nicht macht, heißt nicht, dass wir falsch liegen. Es können auch sein, 15 andere liegen falsch. Ich finde schon die Debatte absurd, weil es wird immer gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die wir hier ausbilden, nicht von anderen Bundesländern abgeworben werden. Es gibt kaum ein Bundesland, in dem es keinen Lehrermangel gibt. Es gibt kaum ein Bundesland, in dem es keinen Lehrermangel gibt. Und wir diskutieren, man muss doch bescheuert sein, wenn man das mal, wir diskutieren, wie wir die Knappheit möglichst in einem Konkurrenzverhältnis uns gegenseitig, wie wir uns gegenseitig die Leute abwerben. Abgesehen davon, dass die Zahlen der Schulverwaltung es gar nicht hergeben, dass die Gründe für die Abwanderung in allererster Linie darin bestehen, dass sie nicht verbeamtet wird. Das ist nur eine Behauptung erstmal. Was wir wirklich bräuchten, und was wir dringend bräuchten, zum einen, wir müssen die Schulbauoffensive fortsetzen und wir brauchen eine Ausbildungsoffensive für den Bereich von Lehrkräften. Wir brauchen auch, glaube ich, aber da wage ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, eigentlich auch eine andere Form der Ausbildung für Lehrkräfte. Ich finde diese zweistufige Ausbildung, Studium und Referendariat überlebt. Aber gut, kriege ich hier wahrscheinlich nicht allein hin, kriegt auch Berlin nicht allein hin. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen und auch die Bezahlung der Lehrkräfte so ist, dass sie dann in der Tat auch über einen langen Zeitraum in der Lage sind, leistungsfähig zu bleiben und ihre Arbeit zu leisten. Aber wenn ich weiß, dass überall Fachkräftemangel herrscht, kann nicht die Debatte in erster Linie darin bestehen, wie man den Mangel, also wie man sich gegenseitig die Leute abspenstig macht, sondern muss eigentlich zusammen an einem Strang ziehen, um insgesamt dafür zu sorgen, dass mehr Leute sich für diesen Beruf entscheiden und dann auch qualifiziert ausgebildet werden. Danke dafür. Super, wir wollten es eigentlich zeitlich kurz fassen. Ich habe noch drei Fragen hier noch aus dem Stapel, die ich gerne noch anbringen würde, mit der Bitte um
halbwegs kurze Antwort, sage ich mal. Frage 1 dreht sich eher um ein Metier, das, in dem Sie sich besser auskennen, weil es betrifft quasi Ihr Ressort. Da die Frage kommt auf, kam von Facebook. Was haben Sie bisher getan und was können und werden Sie tun, um die Berliner Kinolandschaft zu stützen und zu erhalten, Achtung, Gedankenstrich, jenseits der Pandemie? Aktuell bedroht ist das Kino Zukunft in Friedrichshain, aber sicherlich prominentestes Opfer des Kinosterbens der letzten Jahre war das Sinister am Potsdamer Platz, das heute leer steht. Also, was kann Klaus Lederer oder was kann eine Kulturverwaltung in Berlin tun, um die Kinos in Berlin, das ja, glaube ich, eine der Kinometropolen in Deutschland ist, zu unterstützen? Die Frage ist verstanden. Entschuldigung. komplexe Fragen, kurze Antworten. Wir kennen uns ja auch ein bisschen, Manuel. Entschuldigung, dass ich jetzt mal, deswegen darf ich mir den Scherz erlauben. Nein, ich bin nicht für Kinos zuständig, aber ich habe de facto in der Pandemie mit der Soforthilfe 4 die Rettungsprojekte für die Kinos mitbetrieben. So, zuständig ist die Senatsverwaltung, bei der ist das Medienboard, bei der sind die Kinos überhaupt. Um Zukunfts Ostkreuz kümmere ich mich gerade, suche und bin in Gesprächen mit dem dortigen Grundstücksverwalter, um dort eine Lösung zu finden, aber nicht in allererster Linie und nur wegen des Kinos, sondern weil Zukunfts Ostkreuz einfach sozusagen ein multikultureller Ort ist. Also multikulturell meint jetzt unterschiedlichstes von Theater über Kneipe, Brauerei bis, und ich einfach finde, dass man für so eine Orte was tun muss. Aber für die Kinos habe ich keine Zuständigkeit und ich sage ganz ehrlich auch, ich habe nicht das Patentrezept gegen das Kinosterben. Ich finde, wir können außer Grundstückssicherung oder Haussicherung oder den Versuch sozusagen dafür zu sorgen, dass sie Orte haben, wie andere Gewerbetreibende auch, in denen mit den zu zahlenden Mieten ein wirtschaftlicher Betrieb eines Kinos möglich ist. Aber das wird man im Einzelfall, da muss man im Einzelfall ran. Im Movimento hat ein alter Freund von mir den Laden übernommen. Ich weiß gar nicht, wie weit der Stand eigentlich ist. Vor der Pandemie hatten sie die Absicht, den zu kaufen und damit dauerhaft zu sichern. Also es gibt nicht die Lösung. Kolosseum ist wieder ein anderer Fall. Oftmals hängen da Grundstücksgeschichten mit dran, auch Grundstücksinteressen, auch Spekulationsinteressen mit dran. Oder eben der Eigentümer stirbt, es kommt die nächste Generation, die muss jetzt sehen. Also es gibt tausend Gründe fürs Kinosterben. Wenn ich kurz antworten soll, dann bitte auch Fragen, die komplexitätsreduzierte Antworten zulassen. Gut gekontert. Denkmalschutz ist, glaube ich, lieber Klaus, dein Ressort. Wie steht es denn um die zukünftige Nutzung des ICC und noch des Flughafen Tempelhof? Beides Orte, die den Menschen im Netz offenbar wichtig sind. Beides Orte, die unter Denkmalschutz stehen, aber die Frage, wie die genutzt werden können, vor allem auf welche Art und Weise man die entwickeln kann, ist keine Denkmalschutzfrage, sondern es ist zuallererst eine Frage von Nutzungskonzepten, die tragfähig sind. Ich habe in beiden mittelbar versucht, sozusagen so Dinge mit voranzubringen, aber ich bin nicht derjenige, der die Kontrolle, der sozusagen über diese Immobilien die Steuerung hat, die Kontrolle hat. Das macht die Wirtschaftsverwaltung, mehrere Versuche da im Rahmen von Interessenbekundungsverfahren zu Konzepten zu kommen, laufen oder sind gelaufen. Ich kenne das im Detail nicht, habe mich damit nicht befasst. Und beim Tempelhofer Flughafen ist das Problem, dass dieses Gebäude im Grunde derzeit komplett an einem Strang hängt und deswegen und die Sanierung noch sehr, sehr viele Jahre und sehr, sehr hohe Kosten in Anspruch nehmen wird. Es ist sehr schwer, also große Elefanten muss man eigentlich am Stück verspeisen, aber bei diesem Areal hat man das Problem, dass es aufgrund der baulichen Situation gar nicht so einfach funktioniert. So, ich versuche jetzt immer mal wenigstens temporäre Nutzungen für Kunst und Kultur dort unterzubringen und wir versuchen mit immer stückweise bereitgestellten Investitionsmitteln dieses Gebäude Stück für Stück so zu sanieren, dass eben die dort existierenden Räume dann auch adäquat genutzt werden können. Am schwierigsten ist das mit den Hangars, ist das mit diesen Großeinrichtungen vorne. Da muss eigentlich auch mal eine Grundsanierung her, sonst fallen irgendwann die Träger zusammen. Aber es wird für beide, ich sag mal, schlafenden Riesen keine ganz so einfache Lösung geben. Da haben sich jetzt schon 15 Jahre lang verschiedene Akteurinnen und Akteure die Zähne dran ausgebissen und wir sind leider noch nicht wirklich weiter. Wir haben ja ein relativ großes Publikum auch hier und ich gucke jetzt auf die Zeit. Wir haben noch so ungefähr 10 Minuten, bis Herr Lederer dann auch weg muss. Vielleicht sollten wir tatsächlich übergehen und den Leuten hier auch noch die Chance geben. Ich wollte gerade sagen, wir gehen tatsächlich über und ich verabschiede mich immer aus dem Online-Bunk und sage, das Publikum in der Kantine hat das letzte Wort. Danke. Danke. Der Herr in der gelben Hose, ich weiß nicht, bekommt er ein Mikrofon? Hier vorne in der ersten Reihe. Es kommt aber schon. Dann hören Sie die schon. Menschen im Internet nicht. Genau, die Menschen im Internet sind auch noch da. Natürlich.
Danke. Zu Ihrem Verkehrskonzept. Sie haben nie Radwege erwähnt. Für mich wesentlich, warte ich seit Jahrzehnten. Als Freiberufler habe ich mich auch, traue ich mich nicht, jetzt bin ich ja Rentner, konnte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich hatte keine entsprechende Versicherung auch. Der andere Punkt, jetzt Sie persönlich, Herr Lederer, ich habe jetzt mal nachgeschaut, Sie haben 6 Fragen gerichtet auf Abgeordnetenwatch, 2 haben es beantwortet, aber 2 andere davor, die haben es gar nicht beantwortet, vom 22. 25. August, glaube ich. Für mich ganz wichtig, dass die Fragen beantwortet werden. Ich sage es so am Rande, Frau Wagenknecht kriegt 50 Fragen oder um die 50 Fragen in der ganzen Legislaturperiode, pandemiebedingt kann sie dann viel Fahrrad fahren und das mag sie alles machen. Ich habe sie zweimal aufgefordert, sie mag doch mal die Fragen der Bürger beantworten. Sie ist ja so bürgernah. Und ich will die Linken wählen, zumindest auf der einen oder anderen Stelle. Also nicht komplett, aber hier oder da. Wir sollten zu einer Frage kommen, weil sonst ja, vielleicht wollen ja tatsächlich letztes, andere auch noch. Aber das gibt mir dann zu denken, wenn die Herren und Damen, Abgeordneten oder Senatoren ja, die Bürgerfragen so wenig bewerten. Danke. Also, ich sage mal Folgendes. Ich habe gerade eine 60- bis 80-Stunden-Woche, weil 2 Jobs. Und ich versuche auf allen Kanälen, egal ob Instagram, Facebook, Twitter, Abgeordnetenwatch, und ich kriege auch noch Mails. Und ich kriege auch noch SMSen über Telegram und sonst was, jede Frage möglichst schnell zu beantworten. Aber natürlich in den Grenzen dessen, was ein Mensch in der Lage ist zu leisten. Ich will damit nur sagen, ich nehme jede Frage, jedes Anliegen, was an mich herangetragen wird, extrem ernst. Es muss sich nur hin und wieder einfach auch die Zeit finden, eine Mail zu beantworten oder eine Antwort ins Internet einzustellen. Ich gebe mein Bestes, das kann ich Ihnen versichern. Ich gebe mein Bestes, um alle Fragen zu beantworten, die an mich gestellt werden. Die zweite Geschichte ist, ich habe den Fahrradverkehr tatsächlich nicht explizit erwähnt, aber den Umweltverbund. Und damit meine ich alle für die Bewältigung der Klimaprobleme nötigen und möglichen Verkehrsmittel und Verkehrsalternativen zum motorisierten Individualverkehr. Da gehört für mich der Radverkehr zweifelsohne mit rein. Aber bezogen auf die Großstadt ist natürlich, wenn man mal jetzt nicht nur aus der Innenstadtperspektive denkt, sondern auch aus der Perspektive der Außenbezirke, ein Fahrrad nicht für die gesamte Bevölkerung die Mobilitätsalternative. Deswegen habe ich vorhin über den öffentlichen Nahverkehr geredet, den übrigens Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dann auch nutzen, ne? Also wenn sie ihr Fahrrad mitnehmen und über andere. Aber natürlich gehört der Ausbau des Radverkehrs absolut mit da rein, wenn wir die Stadt mit der Verkehrswende klimaneutral machen wollen. Absolut. Würden Sie eigentlich sagen, wir haben tatsächlich nicht viel über den Fahrradverkehr gesprochen, ist der ÖPNV drumherum eigentlich die viel, auch wenn einem das vielleicht nicht so erscheinen mag im Wahlkampf, wenn man über Verkehrsthemen spricht, aber nicht die viel wichtigere Frage als der Fahrradverkehr? Ich weiß nicht, was von den Teilen wichtiger ist. Wir werden auf keins von dem verzichten können, wenn wir den Umweltverbund im Rahmen der Mobilitätswende zu der Alternative zum motorisierten Individualverkehr machen wollen. Wir werden weder auf den Radverkehr, noch auf den öffentlichen Personalverkehr, noch auf Carsharing etc. pp. Verzichten können. Wir werden all das brauchen, wenn wir die Blechlawinen perspektivisch aus der Stadt raus haben wollen. Bis wann eigentlich? 2030? Klappt das noch? Auch da sage ich wieder, wir dürfen kein Jahr verlieren. So, wann wir soweit sind, kann ich aber im Einzelnen nicht sagen. Wir haben ja in diesen vergangenen 4, 5 Jahren erlebt, es reicht ja, dass ein Konkurrent gegen den Bau von U-Bahn-Wagen klagt und es dauert 3 Jahre länger, bis die entsprechenden Produktionslinien anlaufen. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend und sage, alles tun, was wir können, um so schnell wie möglich diese Verkehrswende hinzubekommen. Von mir aus auch gerne 2030. Ich sage nur, es nützt uns nichts, wenn wir uns jetzt in Zahlen zu toppen versuchen. Entscheidend ist, dass wir anfangen und weitermachen. Und da sage ich mal, im Trambau sind die letzten 4, 5 Jahre nicht allzu viel passiert. Und der Radwegeverkehr, da merkt man nun auch jetzt erst so ein bisschen was. Und ohne die Pop-up-Radwege wäre die Bilanz auch schlecht. Also auch da müssen wir schneller werden. Sehr schlecht. Ohne die Pop-up-Radwege. Absolut. Beziehungsweise nicht vorhanden. Kaum vorhanden. Na, ein paar gibt es schon, aber es sind deutlich zu wenig. Ja, da gibt es noch eine Frage. Genau, das Mikrofon kommt. Hallo, Paul Hocken aus Prenzlauer Berg. Ich bin US-amerikanischer Bürger und wohne seit fast 30 Jahren in Berlin, darf aber nicht wählen.
Wann wird das sich ändern? Wenn endlich ein Wahlrecht an Wohnsitz angekoppelt eingeführt wird, und also brauchen wir 2/3 im Bundestag und im Bundesrat. Aber es ist ein, ich bin da total Ihrer Ansicht, ich finde es komplett absurd, dass das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft angekoppelt wird in einer globalen Migrationsgesellschaft. Das ist eigentlich ein völlig überlebtes Konzept. Man müsste eigentlich sagen, alle, die 5 Jahre hier wohnen oder was, ne, müssten mitwählen können, es geht ja um ihre Angelegenheiten. Aber wie gesagt, 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Ich gebe die Prognose ab, das wird die Linke am 26. September nicht schaffen. Und dort gibt es auch noch eine Frage. Das Mikrofon kommt auch zu Ihnen. Ja, eine Frage bezüglich Verkehrsberuhigung. Und zwar, es gibt das Konzept der Superblocks und der Kiezblocks. Welches würden Sie präferieren und die Begründung dazu? Wie stehen Sie dazu? Offen gestanden, ich bin Generalist, aber nicht Detailexperte. Können Sie mir ganz kurz sagen, was die Superblocks und die Kiezblocks sind? Dann kann ich Ihnen sagen, was ich favorisiere. Also ich kann es auch nur ganz grob erklären. Die Superblocks sind in Barcelona und die sind, das ist so ein Konzept der Verkehrsberuhigung, dadurch, dass da Einbahnstraßen geschaffen werden in den Blocks, wo so 9 Wohnblöcke sind. Da kann man immer nur reinfahren, rausfahren und dann kann man nicht durchfahren. Und das ist gekoppelt an Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und an Nutzungskonzeptwandlung des Straßenraumes, was ich sehr, sehr interessant finde und auch dieses Bürgerbeteiligungskonzept, was dahinter steckt. Und die Kiezblocks hier, so wie ich sie hier kennengelernt habe in Online-Talks, sind Konzepte, wo nur so Blocks aufgestellt werden, so Diagonalen oder gerade Sperren, wo die Autos nicht durchfahren können. Und mir erscheinen die Konzepte sehr wenig nachhaltig, weil eben die Bürger nicht einbezogen werden und die Maßnahmen auch nicht flankiert sind mit einer Verbesserung des zum Beispiel ÖPNV. Ja, ich habe es ja, wir haben ja vorhin schon über die Frage gesprochen, wozu braucht es eigentlich im Übrigen auch Bürgerbeteiligung und wo braucht es dezentrale Konzeptionen? Der Transformation der Kieze. Ich würde mich jetzt mal überhaupt nicht festlegen wollen und sagen, das eine ist der Weisheit letzter Schluss und das andere nicht. Ich glaube, das kommt wirklich, hängt von Kiez. Möglicherweise ist auch sozusagen die zu sagen, wir machen hier erstmal eine Straße zu und probieren mal eine Weile aus, wie es funktioniert. Eine temporäre Möglichkeit, einfach mal Erfahrungen zu sammeln, einfach mal zu testen, einfach auch mal Raum zu geben für die Initiative der Kiezanwohnerinnen und Kiezanwohner, zu gucken, was macht man mit dem verfügbaren Raum. Klar ist aber, wir müssen in der Tat die Quartiere stärker noch frei halten von Verkehr. Und wir müssen entsiegeln und wir müssen neuen Raum für Lebensqualität schaffen. Da kommen wir nicht drum rum. So. Und so gesehen braucht es zum einen die Bürgerbeteiligung, zum zweiten die Alternativen des öffentlichen Nahverkehrs, drittens die Zurückdrängung, die sukzessive Zurückdrängung des Individualverkehrs aus den Kiezen. Und da gibt es sicherlich viele Ansätze. Und ich will mich jetzt gar nicht hinstellen und sagen, der oder der oder der ist es und alles andere ist Quatsch. Wird man auch sicherlich noch viel lernen und ausprobieren müssen, sicherlich auch hier in Berlin. Ich denke, Zeit für eine Frage haben wir noch da hinten. Vielleicht haben wir auch noch Zeit für 2 Fragen, wenn jetzt die Arme last minute noch in die Höhe gehen. Ah, zum Schluss Human Touch. Fällt vielleicht auch in Ihr Ressort. Haben Sie schon den neuen ABBA-Song gehört, Herr Lederer? Und wie gefällt er Ihnen? Ich habe ihn schon gehört, aber ich habe ihn heute nur so nebenbei gehört. Da ich aber sehr mag, werde ich mir irgendwann nochmal die Zeit nehmen, ihn mir ganz in Ruhe anzuhören. Aber erstmal freue ich mich, dass aber in, wenn auch komischer Form, uns mal wieder mit was Neuem beglückt. Ich glaube, wir können ihn jetzt nicht einspielen, den neuen ABBA-Song, oder? Wenn Manuel noch am Rechner wäre, würde er es sicherlich sofort hinkriegen. Da gab es doch eben noch 1 oder 2 Arme mehr, ja, da hinten. Und hier habe ich noch eine Hand gesehen, vielleicht Sie beide noch. Eine ganz kurze Frage, Herr Lederer. Wir haben über Kulturpolitik gesprochen, oder Sie haben über Kulturpolitik gesprochen und über Umwelt, sprich Klimaschutzpolitik, beides zusammengedacht. Was kann Umweltpolitik für die Kulturpolitik darstellen und bedeuten und tun? Was kann umgekehrt Kulturpolitik, also sprich reale Kulturprojekte für die Umweltpolitik tun? Über die Kulturförderung, denke ich, ist hier einiges zu leisten, so wie es der Deutsche Kulturrat, glaube ich, auch schon vor drei Jahren vorgeschlagen hat, dass diese beiden Bereiche mehr miteinander verzahnt werden über entsprechende Projekte, Jugendprojekte, Bildungsprojekte, künstlerische Projekte, Ausstellungsprojekte etc. Läuft auch schon.
Weil und was ich weiß, wir gerade, es läuft, also gerade hier in Berlin haben wir haben viele, viele dieser Dinge in Szene gesetzt, und es gibt auch so ein paar Kulturinstitutionen, wie beispielsweise das HKW, die geradezu vorbildlich sind, wenn es darum geht, Fragen des Anthropozän auch mit kulturellen Methoden, mit kulturellen Gestaltungsmitteln zu thematisieren. Aber worum es mir erstmal geht, ist, also viele unserer Kultureinrichtungen kennen ihre Klimabilanz nicht. Wir sind jetzt gerade dabei, die Einrichtungen in die Lage zu versetzen, ihre Klimabilanzen selbst mal zu erstellen und überhaupt zu reflektieren, was bedeutet es, wenn ich ein neues Bühnenbild mache, was bedeutet es, wenn ich meine Sammlungsbestände ausweite. Mit dem Landesmuseumsbund sind wir schon in einer sehr konkreten Diskussion um die Frage, wie können Sammlungsstrategien nachhaltig gestaltet werden? Also wie kriegt man tatsächlich auch eine Reduzierung hin des ökologischen Fußabdrucks der Tätigkeit der Einrichtungen? Wir haben jetzt bei der Väterler Musik einen Vertrag unterschrieben, dass wir die Väterler Musik auch begleitet durch Freundinnen und Freunde, die sich da sehr gut auskennen, im Grunde auch sehr, sehr schnell zu einer klimaneutralen Veranstaltung machen. Also es konvergiert, sage ich mal, und wir müssen diesen Weg einfach weitergehen. Kunst ist grundsätzlich ein Mittel für alles Mögliche. Natürlich auch für die Frage, wie kann man Menschen dazu anregen, sich stärker mit Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, auch mit Fragen sozialer Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit, weil ich nach wie vor der Ansicht bin, es geht nur miteinander und der Markt wird nicht ohne weiteres regeln. Man muss diese Dinge zusammendenken, sonst wird es schief gehen. Vielleicht noch eine letzte Frage, ja, geht das? Na klar. Ja. Ja, zu guter Letzt wollte ich noch mal auf Frau Giffey zu sprechen kommen. Das ist aber jetzt ein unschönes Ende. Ja, aber man muss auch die unschönen Sachen, mit den unschönen Sachen umgehen. Die erste Frage, oder zuerst würde ich gerne wissen, ob Sie davon ausgehen, dass wenn Frau Giffey als Spitzenkandidatin der SPD die meisten Stimmen bekommt, weil die SPD die stärkste Kraft wird, dass es zu einer Fortsetzung von Rot-Rot-Grün kommt. Und das Zweite wäre, mit welchem Gefühl würden Sie in die Fortsetzung dieser Koalition gehen? Ist da nicht zu erwarten, dass die Reibungspunkte viel größer sind als in der letzten? Eigentlich haben wir das vorhin ja schon miteinander besprochen. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was die Spin-Doktoren der Sozialdemokratie da gerade auskegeln. Ich weiß es nicht. Ich nehme nur Signale wahr, die derzeit sehr viele rote Linien und Stoppschilder Richtung Linke und Grüne setzen. Während auf der anderen Seite sozusagen irgendwie, man spürt das in den Podiumsrunden so, so die Herzchen flattern, ne? Also wenn man das jetzt sozusagen so auf Insta-Level mal beschreiben würde, da flattern dann, also da ist die Stimmung sehr gut und man stellt sehr oft Übereinstimmung fest. Das konzidiere ich erstmal. Das Zweite ist, hier tritt Franziska Giffey als Spitzenkandidatin an, es gibt aber auch noch einen SPD-Landesverband. Wenn das eine mit dem anderen noch zu tun hat, entscheidet sie das sicherlich nicht alleine. Und das Dritte ist, wer sicher sein will, mit seiner Stimme nicht eine Deutschland-Koalition zu wählen, hätte ich einen Vorschlag. Wählen Sie mich. Da haben Sie jetzt tatsächlich schnell und elegant wieder den Bogen zu sich zurückbekommen. Tatsächlich kann man Frau Giffey auch hier live erleben. Also man kann tatsächlich alle Fragen, die man zu Frau Giffey hat, ihr auch selbst stellen. Denn wir machen nächste Woche weiter mit den Taz-Talks zur Berlin-Wahl. Frau Giffey kommt erst kommt Herr Wegner am Mittwoch und Frau Giffey kommt dann am Donnerstag zu uns. Das wird mein Co-Ressortleiter Bert Schulz moderieren mit noch jeweils einem weiteren Kollegen, einer weiteren Kollegin. Und dann den Abschluss wird am Montag, am 13. Frau Jarasch machen von den Grünen. Also Sie sind herzlich eingeladen, einfach nochmal wiederzukommen. Ansonsten sind Sie natürlich auch sowieso immer herzlich eingeladen, jeden Morgen unsere Zeitung aufzuschlagen beziehungsweise durch das E-Paper zu wischen oder auf taz.de zu gucken. Da werden wir natürlich auch Herr Lederer und seine Kolleginnen weiter im Auge behalten. Und ja, danke, wie gesagt, dass Sie jetzt durchgehalten haben. 1,5 Stunden sind ja auch nicht so besonders kurz.
Und dass Sie dabei geblieben sind. Danke für Ihre Fragen. Und dann wünsche ich Ihnen und auch den Zuschauerinnen auf YouTube im Internet noch einen schönen Abend. Und danke auch Ihnen, Herrn Lederer. Danke auch Ihnen. Vielen Dank.